Manche findet es schneller. Manche finden es auch. Ja, doch, noch ist keine Gefahr. So. Firma Kercher. Ja, genau. Der Herr Heilig war vorher schon bei uns im Industriebeirat. Und die Mitglieder des Industriebeirats haben auch mit eingeladen. Und das
So, hallo allerseits. Wir melden uns hier schon mal aus Aalen, eine Minute nach dem geplanten Beginn, warten aber noch, ganz ehrlich gesagt, auf unseren Rektor, der anscheinend auf dem Weg ist, der Fußweg vom Hauptgebäude, wo er sitzt, zum Burren, dem Geländeteil, auf dem wir sind, der ist gefühlt 5 Minuten bergab. Von daher müsste er gleich eintrudeln. Ich bitte noch um ein klein wenig Geduld. Wir basteln noch dieses Insert. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 10 Minuten. Freue mich aber, dass schon doch einige im Meeting drin sind. Das soll jetzt gerade, ich kann das selber gucken, oder? Beide Kanäle sind aktiviert. Von daher sind wir eigentlich on air. Genau, an wen ging es denn alles hier? Da in unserer. Bitte? Der Herr Ehrhardt von Ankino. Oh ja, genau. Ja, es ist, also so, aber der Ding hat doch der Schieger gesagt, der kommt. Ja, weiß ich auch. Der steht auch vergnügt. Jetzt kommt der Schneider. Also immerhin. Oh. Ja, ja, genau. Dann werden wir auch. Dann können wir das jetzt kurz abstimmen und dann können wir beginnen. Ja. Entsprechend unserer. Frau Schuster. Wahrscheinlich am besten nach unseren 2 Einleitungen machen, bevor wir dann eine halbe Stunde. Das können wir jetzt einfach kurz besprechen und dann. Ja, das ist. So, konnten Sie ein bisschen was sehen? Ja, was sehen. Also, der Herr Fusseler, der Schneider. Ja, es wäre halt gut, wenn man sich auskennen würde in seinem Laden. Ja. That's it. Hallo. Schönen guten Tag. Mach mal der Dings, der Ton aus. In Zoom. Wir können kurz. So, wir sind zwar ein bisschen über die Zeit, aber es war noch notwendig, dass wir ein paar organisatorische Dinge abgesprochen haben. Ich begrüße alle diejenigen hier im Saal, freue mich über die Beteiligung und die Teilnahme und das Interesse, begrüße alle draußen, die sich über unser Zoom bzw. über den YouTube-Kanal der Hochschule eingeschaltet haben. Mein Name ist Ulrich Schmidt. Ich moderiere hier so ein bisschen diesen Abschlussworkshop des Transferprojekts, was wir gemeinsam mit dem VDMA und HIS durchgeführt haben. Der Titel lautet Maschinenhaus, Plattform für innovative Lehre. Und wir sind wahrscheinlich Projekt Nummer
65 oder sowas in der Art. Das heißt, sie haben schon einige Erfahrung mit Hochschulen im deutschsprachigen Raum und alles, was in diesen letzten Monaten und Jahren an Ideen entwickelt worden ist, stellen wir nachher wenigstens holzschnittartig dar. Und das größte Teilprojekt, was wir realisieren, ist dann die Projektwoche Makathon. Und da laden wir Sie jetzt bereits ein, nachher die Erstsemester 60 an der Zahl anzuschauen, die seit heute früh 8 Uhr an ihren Projekten arbeiten. Genug der Vorrede. Begrüßen tun wir nachher speziell alle, die noch den Weg hierher gefunden haben. Das Grußwort hat unser Rektor, Professor Dr. Gerhard Schneider, den ich nach vorne bitten darf. Schön, dass du das selbst hier würdigst. Die Kamera deckt den Tafelbereich ab. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mir ganz wichtig, dass ich heute da bin und auch ein Commitment abgeben kann zu dem Thema, das Sie treiben, das Sie umtreibt, das viele von uns umtreibt. Und ich habe jetzt gerade mir am Wochenende den Artikel fotografiert in der Stuttgarter Zeitung, diese Berufe haben Zukunft. Haben Sie vielleicht auch schon gelesen und haben vielleicht auch die Begrifflichkeiten Mechatronik oder Maschinenbau und so weiter dort gesucht. Wir haben, ich würde mal sagen, 20 Jahre hinter uns, da hat schon auch der VDMA, und vielleicht darf ich ganz herzlich dann hier mal die Vertreter begrüßen von VDMA, von HIS, also auf der einen Seite vom VDMA, Herr Zeiner, und von der HIS, Herr Krüger, die ja das Projekt begleiten. Herr Zeiner, ich war immer der Ansicht, dass der Maschinenbau, das die letzten 20 Jahre sehr viel besser gemacht hat, nämlich das Werden, wie wichtig diese Disziplinen für unsere Gesellschaft sind. Und es ist angekommen und wir hatten ja über, ich würde mal sagen, 20 Jahre hinweg auch eine halbwegs vernünftige Bewerbersituation im Maschinenbau, in der Mechatronik. Elektrotechnik hat das meiner Meinung nach weniger erfolgreich gemacht. Da waren die Bewerberzahlen nicht so gut. Aber jetzt mache ich mir echt Sorgen, weil die Themen, die in der Zeitung stehen und natürlich auch sonst in den Medien, die diskutiert werden, das sind halt andere Themen. Das sind wichtige Themen, die Sie auch treiben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir die nach vorne legen. Themen wie beispielsweise Digitalisierung. Und insofern, ich halte das für extrem wichtig und möchte mich da insbesondere bei den Initiatoren und den Motoren dieses Themas. Es ist ja letzten Endes auch ein Wettbewerb gewesen und jetzt ist es eine gemeinsame Initiative, um Strukturen und Prozesse in unseren Studiengängen zu verbessern. In dem Fall hier jetzt in der Mechatronik. Wir haben ja eine Initiative auch drüben in der Fakultät Maschinenbau. Und ich halte das für so wichtig, dass wir auf der einen Seite natürlich schauen, dass wir die Bedingungen fürs Studieren, in dem Fall habe ich gelesen, also es sind ja auch Themen, die nachher noch adressiert werden. Das eine, das ist das Thema Studienerfolg. Das andere ist das Thema Digitalisierung. Und dann möchte ich auch erwähnen, dass wir ja auch mit dem Thema Makathon und so weiter ganz gute Erfahrungen haben. Und an der Stelle darf ich auch, mir wurde das so berichtet, Herr Stetter, dass Sie zugeschaltet sind aus Gran Canaria. Und ich habe ja auch schon einige Videos gesehen über Ihre Aktivitäten dort. Also das heißt,
viele kleine Bausteine, die dazu beitragen, dass man irgendwie einen Schwung und Farbe und Lust machen in diese Studienangebote bringen. Und ich halte das für extrem wichtig. Ich halte das für extrem wichtig, weil wir haben auch in Aalen die Aufstellung, dass wir querschnittlich unterwegs sind. Also bei uns studiert man nicht Luft- und Raumfahrttechnik, sondern man studiert halt Mechatronik und Maschinenbau oder Produktionstechnik, die man dann nachher entweder in der Luft- und Raumfahrttechnik oder im Automobil oder auch mal bei Zeiss Meditec in der Medizintechnik in Einsatz bringt. Aber Leute, wir müssen uns schon überlegen, wie werben wir in der Zukunft um den Nachwuchs, den wir dringend brauchen. Und deshalb, ich meine, dort, um dann wieder zu enden bei dem Zeitungsartikel, den ich vorher zitiert hatte, dort ist es so, dass es um Digitalisierung geht. Digitalisierung, Digitalisierung. Dreimal Digitalisierung habe ich vor anderthalb Wochen oder so bei einer Veranstaltung in München von unserem CEO von Warta, dem Herrn Schein gehört, der das den bayerischen HAWs zu ihrem 50-Jahres-Jubiläum, Söder ist auch dabei gesessen, zugerufen hat, Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Und das sind die Themen, die wir eben auch in den Domänen, also in den Domänen, die Sie vertreten, Mechatronik, Maschinenbau treiben müssen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir hier heute nicht nur diese Veranstaltung haben. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie lieber ein paar Kommentare machen sollen, nachdem ich Ihre ersten Vorträge gesehen habe. Bin sehr gespannt, was dort noch von Ihnen präsentiert wird. Und mich freut es, dass ich habe gehört, dass parallel dazu auch Studierende aktiv sind und dass die eingebunden sind und in Präsenz wieder da sind und dass wieder wirklich was passiert hier an der Hochschule. Nochmal ungeheuer wichtig, diese Themen, die Sie vertreten, sind auch in der Zukunft wichtig, sind auch wichtig für die Elektrifizierung der Mobilität, also Elektromobilität, sind wichtig für autonome Systeme, ob das jetzt das autonome Fahren ist oder ob das Robotik ist, sind wichtig für Gesundheitssystem und so weiter. Deshalb gutes Gelingen, mich freut's und ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren, Organisatorinnen, um da jetzt niemandem zu nahe zu treten, belasse ich es mal bei diesem allgemeinen Dankeschön und bin gespannt, was ich nachher noch innerhalb der nächsten, für mich leider begrenzten Zeit lernen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an den Rektor. Wir kommen dann auch schon zum nächsten Programmpunkt, nämlich zu dem Referat von Herrn Zeiner. Da muss ich jetzt nur umschalten und das ist, glaube ich, Herr Zeiner, die Präsentation. Die da rechts hier. So. Genau. So. Der Präsenter funktioniert. Vielleicht mal kurz im Zoom-Meeting nachfragen. Ja, ich gehe davon aus, dass die Verständigung gut ist, aber vielleicht können wir auch tatsächlich aktiv die Rückmeldung einfordern. Vielleicht. Hola, die Verbindung ist gut. Also, sogar bis Gran Canaria. Ja, sehr gut sogar. Super, klasse, vielen Dank. Ja. Dann herzlich willkommen auch von mir. Sie haben jetzt so viele Stichworte geliefert in Ihrem Grußwort, auf die ich eigentlich eingehen möchte, habe aber dafür wenig Zeit, aber vielleicht schaffe ich es ja auf den letzten ein, zwei Folien noch was dazu zu sagen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Michael Zeiner. Ich bin vom VDMA, vom Verband Deutscher Maschinenanlagenbau in Frankfurt, sitze in Frankfurt. Und komme dort aus der Bildungsabteilung
bin als Referent zuständig für die berufliche Aus- und Weiterbildung, weshalb ich auch genug zu sagen hätte noch zu Ihrem Thema, und bin auch Projektleiter der Maschinenhaus-Initiative, die hier dieses Projekt begleitet hat. Mein Part ist so ein bisschen, dass ich Ihnen nochmal nahelege, woher kommen wir eigentlich? Also warum engagiert sich ein Verband wie der VDMA für die Hochschularbeit? Warum haben wir die Maschinenhaus-Initiative ins Leben gerufen? Was versprechen wir uns davon? Wie ist der Stand? Und um Sie ein bisschen abzuholen, um dann überzuleiten in die Inhalte, die dann hier an diesem Standort, in diesem Projekt erarbeitet worden sind. Der VDMA ist führender Wirtschaftsverband in Europa. Europa betone ich, weil wir seit 2 Jahren eine Europäisierungsstrategie fahren. Unsere inzwischen über 3.300 Mitgliedsunternehmen sind nicht nur in der Dachregion, sondern auch inzwischen in Frankreich und in Italien. Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns, wie alle Branchen, aber die Branche hat trotz allem über 200 Milliarden Euro Umsatz generiert und ist auch nach wie vor die beschäftigungsstärkste Industrie in Deutschland, was viele nicht so oft im Schirm haben, weil man da die Automobilindustrie oder die Pharmaindustrie eher vermutet. Aber mit weit über 1 Million Beschäftigten sind wir im Maschinenbau die beschäftigungsstärkste Industrie. Warum das oftmals nicht so beachtet wird, liegt an der Struktur unserer Unternehmen, die wir vertreten. Die Branche ist sehr, sehr klein und mittelständisch geprägt. Ich habe Ihnen mal die Zahl mitgebracht, von 184 MitarbeiterInnen im Schnitt haben unsere Mitgliedsunternehmen Mitarbeiterzahlen. Da sind aber die Großen schon dabei, wie Siemens, Bosch, KUKA, die man so kennt. Das heißt, wir haben ein typisches Mitglied, hat bei uns vielleicht 80 oder auch nur 100 Mitarbeiter und eben auch keinen eigenen Experten für Fragen im Steuerrecht oder auch in Sachen Bildung, wie mache ich denn das oder so. Das ist, warum wir uns als Verband natürlich zusammengeschlossen haben und wir übernehmen diese Aufgaben. Das heißt, ein Mitgliedsunternehmen kann uns anrufen und sagen, meine Maschine steckt im koreanischen Zoll fest, was sollen wir tun? Was passiert mit dem Brexit? Wie sollten wir uns da verhalten? Aber auch Fragen der Bildung in der Querschnittsabteilung, in der ich arbeite. Wie kooperieren wir denn eigentlich mit der Hochschule? Was gibt es da für Angebote? Das sind Fragen, die dann an unsere Bildungsabteilung gestellt werden. Warum wir uns als Verband intensiv auch mit der Hochschule beschäftigen und mit der Lehre, liegt an diesem Chart, das ich hier mitgebracht habe. Wir erheben nächstes Jahr wieder die neuesten Zahlen. Wir erheben die alle 3 Jahre. Aber wir sind eben auch der größte und wichtigste Ingenieurarbeitgeber in Deutschland, der Maschinenbau. Das heißt, unsere Mitgliedsunternehmen, unsere Industrie hat ein Bedürfnis an einer ausreichenden und gut qualifizierten Zahl von Ingenieurinnen und Ingenieuren. Und das zeigt sich auch immer in Umfragen, die wir durchführen. Und wir haben jetzt zu Corona-Zeiten monatlich Blitzumfragen auch durchgeführt zu verschiedensten Themen. Aber es war auch immer das Thema, wie sieht es mit der Nachfrage aus, was Fachkräfte angeht. Und das ist jetzt eine der letzten Umfragen. Und Sie sehen, dass da 78% unserer Mitgliedsunternehmen zurückgemeldet haben, dass sie insbesondere im Bereich der Ingenieurinnen und Ingenieure, also im Bereich der Experten, händeringend Fachkräfte suchen. Und das ist nochmal zum Teil unterschiedlich in Deutschland gelagert. Herr Krüger und ich sind, werden Sie nachher sehen, auch viel unterwegs. Sie waren letzte Woche in Zittau und auch in Berlin. Und es gibt unterschiedliche Lagen, aber Fakt ist, dass unsere Unternehmen oder die Branche momentan 3 große Probleme eigentlich hat. Die Konjunktur hat so einen V-förmigen Verlauf, glücklicherweise. Wir kommen wieder in einen Aufschwung. Wir sind jetzt auf dem Niveau von vor Corona angelangt schon. Die Unternehmen haben aber momentan Probleme, Material zu bekommen. Da gibt es Lieferengpässe, Halbleiter, Holz, Stahl. Wir haben eine Preisspirale, die dadurch eben durch die Lieferketten, die Probleme machen, nach oben geht. Und wir haben einfach, die finden keine Leute, Fachkräftebedarf. Das ist das Thema und das war auch schon Thema vor 10 Jahren, als wir uns dem Thema gewidmet haben, Hochschule. Explizit drauf gestoßen auf dieses Thema sind wir gekommen, als diese Zahl von 53% Abbruchquoten an Universitäten im Maschinenbau durch die Gazetten ging vor 10 Jahren.
Dr. Häublein ist so die Koryphäe in diesem Gebiet, der erhebt diese Zahlen immer. Und wir sprechen hier tatsächlich von Abbruchquoten. Also der Schwund ist nochmal höher. Also Hochschulwechsler, Fachwechsler sind nicht in diesen Abbruchzahlen drin. Das sind tatsächlich Leute, die unserem System komplett verloren gehen. Und wenn ich jetzt die Kette nehme von wir als beschäftigungsstarke Industrie, die eine hohe Zahl von Ingenieuren braucht, gut ausgebildet. Und wir grundsätzlich, da haben Sie ja auch recht, was Sie in dem Grußwort gesagt haben, auch immer schon das Problem haben, dass wir genügend junge Leute in Ausbildungsberufe M&E bekommen, in Studiengänge M&E und Informatik. Kann es uns eben nicht egal sein, dass dann auch noch die Hälfte davon abbricht. Und dann muss man auch sagen, also wann schauen wir natürlich da auch drauf, uns ist dann bewusst, ich habe jetzt mal zwei Studien mitgenommen, dass wir uns auch als Branche gerne präsentieren wollen, positionieren wollen im Hochschulbereich. Weil wenn man sich die Arbeitgeberwünsche der Studierenden in Ingenieurwissenschaften anschaut, auf dem rechten Chart, dann wollen die natürlich in die Automobilindustrie. Daimler und ein VW und so, den kennt natürlich jeder. Ich komme ursprünglich aus Neckarsulm, da ist Audi, natürlich wollte bei uns jeder zu Audi. Oder dann nach Porsche, Daimler so. Und da haben wir eben einfach gesehen, unsere Unternehmen sind da unterrepräsentiert, obwohl wir eben sehr, sehr gute Arbeitsplätze und spannende Arbeitsplätze haben. Noch schlimmer wird es dann, wenn man sich die Arbeitgeberwünsche der Informatik anschaut, die ja für unsere Unternehmen durch Industrie 4.0 und das Aufbrechen der Silos auch immer wichtiger wird. Das sind die großen Softwarehäuser natürlich gefragt, aber unsere kleinen mittelständischen Unternehmen laufen da eher so in der Peripherie mit. So, wir haben also gesehen, es gibt Herausforderungen. Qualität der Lehre und Studienabbruch. Das heißt, wir als VDMA wollten schauen, vor 10 Jahren, wie sieht es denn eigentlich aus, die Lehre an den Hochschulen, wie ist da die Qualität, was sind die Trends und wie können wir da vielleicht auch unterstützen. Zweites Thema, wie schaffen wir es irgendwie einen Prozess auch zu generieren, dass es Innovationstransfers gibt zwischen Hochschulen und Unternehmen. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass die Hochschulen Herausforderungen haben. Ich habe jetzt mal 3 einfach aktuelle nochmal skizziert. Sie haben eine zunehmende Heterogenität der Studierenden. Digitalisierung der Lehre, das ist natürlich das Thema gewesen jetzt in Corona-Zeiten. Es gibt aber auch Finanzierungsfragen oder Profilierungsfragen an Hochschulstandorten zwischen Hochschule, Fachhochschule und Universitäten. Das haben wir alles gesehen und haben gesagt, wir möchten uns da engagieren und uns stärker einbringen und haben die sogenannte Maschinenhaus-Initiative gegründet. Basis unserer Initiative sind Studien und Umfragen, die wir machen, die wir auch fortlaufend machen. Und darauf aufbauend haben wir 5 Teilprojekte aufgesetzt, die ich Ihnen gleich nochmal kurz erläutere. Ziel des Ganzen ist aber immer, dass wir, wie wir das nennen, mehr Studienerfolg generieren wollen. Wir möchten das aber, das betone ich immer wieder, nicht erreichen durch eine Absenkung der Qualität. Man könnte ja sonst sagen, naja, unsere Unternehmen brauchen viele Ingenieure, dann senken wir die Qualität und dann haben wir die. Das ist aber made in Germany und unsere Ingenieure, die sind nicht umsonst auch weltbekannt und wir möchten das Niveau haben und fördern. Und der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, nachdem wir uns das angeschaut haben, wir glauben, dass die Lehre ein Schlüssel zu dem Ganzen ist, weil es gibt in der Hochschule die Forschung und die Lehre. Und die Forschung ist, sage ich mal, sehr, sehr gut durchfinanziert. Es gibt da Exzellenzinitiativen, es gibt Lehrpreise, Forschungspreise etc. Die Lehre läuft manchmal so ein bisschen mit, stiefmütterlich. Und wir haben gesagt, das sollte sich ändern, und weil wir dann eben auch diesen Hebel sehen und versuchen eben mit unserer Initiative auch eine Aufwertung der Lehre zu erreichen in der Politik, in der Öffentlichkeit, in der Hochschule selbst. Wie machen wir das? Einerseits, das ist das größte Teilprojekt durch die sogenannten Transferprojekte. Das, was wir auch hier durchgeführt haben. Sie waren mit Ihrer Zahl schon ganz gut. Wir sind am Ende des Jahres bei 62 abgeschlossenen Projekten angelangt in ganz Deutschland. Herr Krüger und ich sind viel unterwegs, von Kiel bis an Bodensee, von Aachen bis letzte Woche waren wir in Zittau, haben wir die Republik bereist in den letzten Jahren und bieten ein kostenfreies Angebot an den Hochschulen. Wo uns immer ganz wichtig ist, was Sie ja dann auch hier erlebt haben, dass wir eben nicht kommen mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, das und das und das wollen wir oder solltet ihr machen, sondern was wir eigentlich bieten, ist einen geschützten Raum und Konstellation, wo auch viele Hochschulen gar nicht so zusammenkommen in dieser Konstellation.
wo über die Weiterentwicklung der Lehre einfach auch mal gesprochen wird und auch einfach mal mit verschiedenen Statusgruppierungen und wo wir, also HIS-HE, die wir für diese Transferprojekte an Bord geholt haben und ich jetzt vom VDMA an der einen oder anderen Stelle Hilfestellung geben können. Wir haben, was mir wichtig ist und worauf ich stolz bin, ein großes Netzwerk aufgebaut. Wir machen einen Erfahrungsaustausch, wer den VDMA ein bisschen kennt, Erfahrungsaustausch ist dort ein Format und das haben wir auch auf die Hochschule angewendet und bieten hier 2 bis 3 Mal im Jahr, wo wir nach Frankfurt uns in die Zentrale einladen, die Möglichkeit, über bestimmte Themen zu sprechen, Studieneingangsphasen, Projektwochen etc. pp., wo wir Vortragende einladen und wo man zusammenkommt und das wird sehr gut angenommen. Wir haben jedes Mal 50, 60 TeilnehmerInnen, machen das jetzt auch digital. Sie können sich gerne vormerken, 9.12. führen wir es digital durch. Ich habe gestern noch einen Vortrag an Land gezogen. Wir machen das Thema agile Curriculumsentwicklung, weil, wie das ja immer so schön heißt, alle sagen, wird uns ja manchmal auch vorgeworfen, ihr wollt noch das haben und das haben und das haben, aber irgendwas muss ja auch wegfallen, aber war es so. Und wie machen wir das und so. Und wir haben jetzt da mal so 2 Beispiele aus der Hochschule Mannheim und aus der Hochschule Hof, die das gerade auch machen und wollen über dieses Thema sprechen. 9.12., Sie kriegen die Einladung, aber können Sie sich schon mal vormerken. Dann haben wir gesagt, wir möchten das Thema Lehre einfach pushen und in die Öffentlichkeit bringen. Wie kann man das machen, indem man viel Geld ausgibt und einen Preis macht? Also haben wir gesagt, wir vergeben einen Lehrpreis und zwar den höchst dotierten in Deutschland mit 125.000 Euro, die wir ausgeschüttet haben, inzwischen 4-mal an Hochschulen und Universitäten und haben da auch immer eine hochkarätige Veranstaltung gehabt zur Verleihung in Berlin im FAZ-Atrium, wo dann auch die Ministerin da war und Unternehmen von uns und versuchen dadurch eben das Thema voranzutreiben und das sind auch schöne Projekte entstanden durch diese Preisgelder. Wir sammeln natürlich alles, was wir tun in den Jahren, weil wir auch natürlich sagen, es muss nicht immer alles, das Rad muss nicht neu erfunden werden, es gibt genug in Deutschland. Viele Studiengänge haben das gleiche Problem, ähnliche Problemlagen. Wir sammeln das in einer sogenannten Toolbox, die auch online inzwischen ist. Dann kann man schön filtern. Ich bin Fachhochschule oder Universität. Ich suche Projekte in der Studieneingangsphase oder was anderes. Und dann kommen Sie auf die Landkarte und können dann sich Projekte anschauen. Und da ist auch immer ein Ansprechpartner dabei. Und, sage ich mal, originäre Arbeit eines Verbandes. Wir machen natürlich auch Lobbyarbeit im Sinne der Hochschulen, im Sinne auch unserer Unternehmen und bringen an den Stellen, wo wir es können, im politischen Prozess auch die Themen an, die unseren Unternehmen und die Hochschulen wichtig ist, was Finanzierungsfragen angeht, etc. Und holen auch uns immer wieder Feedback durch die Erfahrungsaustausche und Transferprojekte. Und das ist ein schöner Austausch, der hier so entsteht und wo wir auch inzwischen in der Politik, sage ich mal, auch so ein bisschen inzwischen als Vertretung angesehen werden für die Ingenieurwissenschaften. Das ist mal so eine kurze Bilanz und die Bilanz habe ich deswegen hingeschrieben, weil dieses Projekt tatsächlich endet Ende dieses Jahres. Wir hatten jetzt, das war jetzt die 3. Praxisphase. Alleine die letzte Phase hatten wir mit 1,3 Millionen Euro budgetiert. Und es ist so ein weinendes und ein lachendes Auge, weil es ist, sage ich mal, schade, dass wir das jetzt in der Form erstmal beenden. Aber im Endeffekt ist es so gut auch angekommen und wir haben auch gemerkt beim VDMA und auch in unseren Unternehmen, dass es wichtig ist, dass wir uns in der Hochschularbeit engagieren, dass wir gesagt haben, wir gehen aus diesem Projektstatus raus und verstetigen das. So, und jetzt haben wir in der Bildungsarbeit tatsächlich auch jemanden, der da einfach wirklich auch Hochschularbeit betreibt. Und wir führen natürlich Dinge weiter durch, die wir jetzt sich etabliert haben. Unsere ERFA-Veranstaltungen werden wir durchführen. Die Toolblocks bleibt natürlich online, wird auch nach wie vor befüllt werden. Aber wir gehen auch jetzt nochmal in dieser Phase dann mehr in dieses Thema, dass wir sagen, wir möchten dieses Netzwerk, das wir aufgebaut haben, jetzt auch noch enger verzahnen mit unseren Unternehmen und hier Kooperationsplattformen bilden.
Und das ist jetzt auch nochmal der Schluss dann zu dem, was Sie gesagt haben. Uns ist natürlich auch bewusst, dass der Maschinenbau nicht immer so sexy ist und dass wir ein Imageproblem an der einen oder anderen Stelle haben und dass wir auch aufgrund fallender Studienanfängerzahlen, fallender Ausbildungsplatzbewerber auch mehr in die Werbung gehen. Und wir haben jetzt die virtuelle Karrieremesse Tech Talents gestartet als Pilot vor ein paar Wochen, werden das aber auch nochmal weiter ausführen und werden auch da nochmal versuchen, an die Presse, an die Öffentlichkeitsarbeit mehr durchzudringen, dass wir, und das muss man auch immer einfach mal so sagen, dass wir als Branche die Enabler sind für alles, was kommt, was den Klimawandel betrifft, für die erneuerbaren Energien etc. Das ist, also die Technologie wird von unseren Unternehmen kommen und wir haben hochattraktive Berufe und wir haben vor allem auch Berufe auf der Höhe der Zeit, weil, was ich vorhin kurz vorgelesen hatten mit diesem Beruf, hat mich stark daran erinnert, dass ich vor 3 Jahren, um mal eine ganz kurze Anekdote zu einzufügen, sehr schwer gekämpft habe gegen, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen hatten, da gab es einen Jobfuturomat, denn da konnte man eingeben, einen Beruf, beispielsweise Mechatroniker, und dann wurde dann angezeigt, zu 80% wird das in den nächsten 5 Jahren wegrationalisiert. Weil, also da war ein Algorithmus dahinter, der sozusagen, welche Tätigkeiten können von einem Computer irgendwie übernommen werden, und dann haben die es durchgerechnet. So, und dann haben wir natürlich das Problem gehabt, wenn jetzt irgendwie jemand schon sagt, ich möchte gerne Mechatroniker lernen, so, und dann sagt die Mutter, ja cool, jetzt gehe ich mal auf diesen Jobfuturomat, und heißt dann so, gut, Kerle, bitte nicht, 80%, das hat gar keine Zukunft, so, was dann natürlich Schwachsinn ist, ne? So, und auch wenn Leute uns dann irgendwie so sagen, naja, so Industriemechaniker oder sowas hat ja irgendwie keine Zukunft. Ich war selber beteiligt in meiner Funktion in der Weiterentwicklung, der Neuordnung der M&E-Berufe. Wir haben da das auf dem neuesten Stand. Da ist alles mit Industrie 4.0 drin. Es darf übrigens nicht Industrie 4.0 heißen. Das hat uns das Justizministerium rausgestrichen. So. Aber da ist Industrie 4.0 drin. Und auch hier an den Hochschulen ist das alles auf dem neuesten technischen Stand. Und es sind Themen, die wir in diesen Studiengängen und in diesen Hochschulen betreiben, die existenziell wichtig sind, auch für unsere Gesellschaft. Und wir müssen das auch nach außen tragen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir dann solche Projekte machen, wie hier an der Hochschule, dass wir es hier auch schaffen, junge Studierende in einer Projektwoche zusammenzukriegen und die gleich irgendwie zu motivieren, dass sie eben das auch weiter studieren. Und bin dann jetzt eben auch gespannt auf den Input, was daraus geworden ist und nachher anzuschauen, was die Schüler, die Studierenden in der Projektwoche machen. Und beende meinen Rundumschlag an dieser Stelle und danke. Gerne, sicher. Ich glaube noch. Wobei, ich glaube, da ist noch eine Frage aus dem Auditorium, oder? Nee? Ja, noch. Also wenn es dann gibt es Fragen an den Präsidenten, Herrn Rektor oder Herrn Zander. Ich hätte noch einen kleinen Strauß von Fragen gestellt. Also vielen Dank für den Überblick. Diesen Preis Maschinenhaus, den gibt's dann auch nicht mehr, oder? Das ist also alles weggefallen. Den gibt es leider nicht mehr. Finde ich ja eigentlich schade, weil ich schon glaube, dass das relativ viel Energie freigesetzt hat. Vielleicht nehmen Sie das nochmal mit. Sie dürfen mir es abnehmen, dass ich als Projektleiter ungern dieses Projekt beende. Also, okay. Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle, aber es ist entschieden worden. Dann noch ein kleiner Kommentar zum Thema Abbruchzahlen. Also wir müssen da so ein bisschen die Kirche natürlich im Dorf lassen. Es ist richtig, dass wir Abbruchzahlen haben, die meiner Meinung nach, je nachdem, welche
Bereiche man sich anguckt, auch bei uns sich irgendwo so zwischen 30, 40, 50% immer noch bewegen. Also dass das jetzt signifikant zurückgegangen wäre, würde ich jetzt zumindest nicht die Hand ins Feuer legen. Auf der anderen Seite sind es natürlich, das ist dann jemand, der, was weiß ich, Maschinenbau begonnen hat zu studieren und dann dort eben nicht genügend zum Beispiel getan hat oder festgestellt hat, dass das nicht das Richtige ist und dann rübergeht und Mechatronik studiert. Also die Zahlen, die wir so haben, die bewegen sich so im Bereich zwischen, sag mal, 10 und 20%. Also die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, war 16%, die aus dem System rausfallen. Und dann letzter Kommentar, weil das, glaube ich, ist tatsächlich extrem wichtig. Also ich hatte mich vorhin ja schon versucht, bei Ihnen zu bedanken für die gute Öffentlichkeitsarbeit, gute Lobbyarbeit, die gemacht wurde in den letzten Jahren. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, wie sieht diese Lobbyarbeit in der Zukunft aus? Und wahrscheinlich nimmer mit Maschinen und Anlagen. Man muss dann das adressieren, dass heute auch nimmer so viele ganz begeistert in die Automobilbranche hineingehen. Und dann muss man eben Themen wie Elektromobilität, autonome Systeme, Intelligenz, Digitalisierung, erneuerbare Energie, Klima, das muss man wesentlich stärker adressieren. Und das wäre eigentlich so auch eine Bitte. Also gucken Sie, dass Sie dort wieder auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wieder so eine wichtige Arbeit machen, weil definitiv, und das wissen wir ja alle miteinander hier, wir verführen hier ja junge Menschen nicht, irgendwo was zu studieren, was man nachher nicht braucht. Und es sind ja Jobs, die nachgefragt sind. Es sind auch Jobs, die, ich glaube, wie kaum was anderes eine Möglichkeit bieten, Randbedingungen bieten, im Job glücklich zu werden, wie beispielsweise flexibel entscheiden zu können, gehe ich irgendwie zu einem Startup mit 10 Leuten, gehe ich zu einem Konzern mit 300.000 Mitarbeitern, gehe ich mal ins Ausland und so weiter. All diese Dinge, da müssen wir wieder ein bisschen stärker dafür werden. Den letzten Kommentar nehme ich gerne mit und unterstütze das. Wir sind natürlich da dabei, da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Auch wenn ich noch viel länger drüber sprechen könnte, aber einen Satz würde ich noch sagen zu den Schulenabbruchzahlen, weil wir, wenn wir mehr Zeit haben, natürlich dann nochmal drauf näher eingehen. Das ist natürlich, dass wir auch Studien gemacht haben am Anfang, warum, also was sind die Gründe für Studienabbruch? Und dass ich natürlich mir dessen bewusst bin, dass nicht jeder studierfähig ist. Und dass es nicht darum geht, dass wir möglichst alle durchbekommen, sondern es geht sozusagen um diesen, um den Part, der eigentlich motivational geeignet ist für dieses Studium. Vielleicht eben auch so diese Attitüde hat, dass er Ingenieur werden möchte und dieses Haptische möchte und dann erst mal 3 Semester mit Mathe und Physik gequält wird, aus seiner Sicht. Und die dann abbrechen. Und die, um die geht es. So. Und es ist auch schon viel getan, wenn wir eben sagen, naja, wenn sie vielleicht auch die Entscheidung zu sagen, ich möchte das Fach wechseln, eben auch früh treffen, in den ersten 1-2 Semestern. Und irgendwie eben nicht nach 6-7 Semestern das feststellen. Aber das nur mal noch als kurzes Ding. Und jetzt möchte ich die Zeit nicht nochmal da überbordet. Foto nach deinem Vortrag. So, oder? Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt ist es so, dass wir regietechnisch ein bisschen abweichen von der Agenda, die Sie alle kennen, weil jetzt wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt für den Fototermin, weil wir bitten, das bei gegebener Stelle dann auch zu würdigen, den Rektor nicht unnötig hier festhalten wollen. Bei den nächsten Etatverhandlungen schmieren wir das aufs Brot, wobei wir wissen, es hat keinen Wert. Aber mach hier. Ja. Genau. Vielleicht vor dem Wasser. Eben, genau. Ja. Genau, in der Zeit so richtig mit dazu. Ja, okay. Ganz ruhig. Ja, mach.
Feuer? Jetzt haben schon drei Leute gesagt. Wann? Mich braucht es nicht. Ach so. Jetzt. Ach so, jetzt. Natürlich. Ja, ja. Ich muss nur irgendjemandem das überreichen. Genau. Im Corona-Abstand. Ja, mach's sich dann, ja. Die Tafelbeleuchtung und den Wander vielleicht eher vor das Waschbecken. Das Problem ist, das hat nur einer. Also. Ah. Jetzt. Yes. Gut. Genau. So, aber Herr Krüger, ran. Sie müssen sagen, ob das passt oder ob Sie da hinstellen müssen, oder? Kriegen Sie alle drauf? Ich bin weiter nach links, weil das Stativ. Ja. Jetzt. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, der Fotograf macht Fotos. Es gibt eine intensive Pressearbeit. Sowohl das VDMA, über alle Social Media Kanäle, TV. Und es gibt, das ist ein wesentliches Ziel dieses Abschlusses, dann auch als Würdigung des Engagements des Studiengangs die Übergabe eines Zertifikats. Und das soll jetzt passieren, wenn jetzt das Banner gerichtet ist. An wen darf ich den übergeben? Kann sie? Genau. Das Zertifikat ist unterschrieben von mir und Herrn Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, und soll einfach auch nochmal symbolisch die Würdigung sein für Ihr Engagement, für dass Sie eben sich auch Gedanken gemacht haben zur Weiterentwicklung Ihrer Lehre und, was ja auch manchmal nicht so einfach ist, sich auch getraut haben, externen Input sich ins Haus zu holen, und deswegen dieses Zertifikat, wo ich hoffe, dass es einen schönen Platz hier findet, und herzliche Grüße auch von Herrn Rauen und herzliche Grüße auch von meiner Kollegin Frau Dr. Chemies, die heute nicht da ist, stellvertretend an Sie dann. Vielen Dank. Ja, der Dank ist auch von meiner Seite, dass Sie uns dieses Projekt gemacht haben. Ich habe das als sehr bereichernd gefunden, die verschiedenen Workshops und die... Also von meiner Seite auch ein Dank an den VDMA und an das HIS, dass Sie dieses Projekt mit uns so stringent auch durchgeführt haben. Sie haben uns auch immer wieder an die Hand genommen, dass wir bestimmte Aufgaben erledigen müssen. Aber Sie haben auch alle gut mitgenommen und auch das sehr gut reflektiert, was so an Rückmeldungen kam von unseren Studierenden, von Industriebeirat, von den Kollegen. Das war sehr professionell, und ich bin froh, dass wir so ein gutes Projekt mit Ihnen durchführen konnten. Herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank auch an den Peter Eichinger und den Uli Schmidt, die das auch maßgeblich eingeworben und vorangetrieben haben, an alle Kollegen, die mitgemacht haben. Wir werden einen würdigen Platz finden für diese Urkunde. Herzlichen Dank. Ich bin in einem Monat nochmal hier. Dann ja, schaue ich mir das an. Ja. Gut. Also, ja, danke. So, vielen herzlichen Dank. Dann steigen wir wieder in die Agenda wie geplant ein und setzen fort mit dem Beitrag von Herrn Krüger, der uns ein bisschen was zum konkreten Projekt erzählen wird. Ja, danke schön, Herr Schmidt. Sie haben gerade, glaube ich, ganz kurz gesehen, dass ich die wenigsten Folien habe. Ich will es auch ganz kurz machen, denn es ist schon mein Ziel, das ganze Projekt noch mal ganz kurz Revue passieren zu lassen, für alle, die das noch nicht von Anfang an und so im Überblick auch erlebt haben. Aber, das haben Sie dann auch in der Agenda gesehen, so richtig konkret wird es dann erst nach mir, wenn Sie mich vorstellen, was Sie denn tatsächlich aus all dem gemacht haben, was wir auch angesprochen haben. Michael Zein hat es gerade gesagt, Transferprojekte sind ein Angebot, viermal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da ist der heutige Termin schon mitgezählt. Also, Sie sehen die Monate, ungefähr vor einem Jahr haben wir begonnen, mit der Mechatronik hier in Aalen ins Gespräch zu kommen. Und
Was Sie auch sehen, ist, dass es uns wichtig ist, in diesem Vorgehen, was wir ganz einheitlich an allen Standorten gewählt haben, mit ganz unterschiedlichen Akteursgruppen ins Gespräch kommen. Sprechen also, wenn es um Lehre geht, nicht nur mit den Lehrenden auf der einen Seite und nicht nur mit den Studierenden, sondern sprechen auch mit den Verantwortlichen, die vielleicht für Konzeption, Weiterentwicklung von Lehrangeboten qua Funktion ja auch verantwortlich sind. Und das ist ganz wesentliches Merkmal jetzt auch der Maschinenhaus-Initiative in dieser letzten Projektphase, dass wir ganz systematisch eben auch die Abnehmer der Absolventinnen und Absolventen einbinden, sprich die Unternehmensvertreter, auch schon in der Status Quo-Erhebung gefragt haben, welchen Blick haben denn eigentlich die Unternehmen auf das, was förderlich und was hinderlich ist für Studierende hier in diesem Studiengang. Und das ist eben dann, wenn man so will, auch der Ansatz. Und dafür steht, wenn man so, so ein bisschen rechts unten da diese Grafik mit diesem querliegenden orangefarbenen Pfeil. Wir wollen gucken, was ist entlang oder aus der Studierendenperspektive entlang dieses Student Life Cycles hinderlich und förderlich für den Studienerfolg. Und die Diskussion, die wir dann mit den Lehrenden in der Vertiefung geführt haben, waren welche, wo wir dann auch, ja, wenn man so will, sehr schematisch, der Vorteil ist, dass es strukturiert ist, dann diese Qualitätsregelkreise gewählt haben, weil die ganz gut helfen, in der Diskussion, wenn man von dem einen auf den anderen Gedanken kommt, dann doch nochmal das zurückzuholen zu der Frage, was sind denn die konkreten Zielsetzungen? Sind diese Zielsetzungen dann auch wirklich bearbeitbar? Wenn da eine tolle Idee ist, gibt es wirklich die Ressourcen und vor allen Dingen findet man das Commitment all derjenigen, die es dann auch wirklich umsetzen soll. Und wie kann so eine Umsetzung auch aussehen? Und das war so die, in Anführungsstrichen, Arbeit, die wir hier miteinander geleistet haben, wo unsere Aufgabe, uns, da meine ich VDMA und HIS, immer ist, Impulse zu setzen. Wenn Sie sich das gerade angeguckt haben, wir waren zweimal inhaltlich für 2 Stunden oder für 3 Stunden in Diskussion. Das heißt, das war eigentlich der Raum, wo wir miteinander intensiv diskutiert haben. Wir haben dann in der Zwischenzeit auch nochmal bilateral über die eine oder andere Frage auch nochmal vertiefend diskutiert. Und das war am Ende, glaube ich, dann auch ganz förderlich für den Prozess. Aber das ist im Grunde genommen all das, was wir gemacht haben. Und so viel war es dann gar nicht. Und das ist jetzt hier eigentlich schon die letzte inhaltliche Folie. Da sehen Sie die Handlungsfelder, die wir aus der Analyse gezogen haben, die für uns der Auftakt für die inhaltliche Diskussion mit dem Studiengang waren, wo wir gesagt haben, wenn man sich diese Handlungsfelder anguckt, mal darüber nachdenkt, darüber spricht, da lassen sich Ansatzpunkte dafür finden, Studienerfolg ausgehend vom Status quo auch voranzutreiben. Da ist eingeflossen, was die Unternehmensvertreter gesagt haben, was die sich gewünscht haben an Kompetenzen bei Absolventinnen. Da ist eingeflossen, was Studierende gesagt haben. Da ist aber auch schon eingeflossen, was auch die Lehrenden zuvor diskutiert haben. Und Sie sehen, da ist so manches so ein bisschen blumig vielleicht auch formuliert, ganz vieles so in Anführungsstriche gesetzt. War uns aber ganz wichtig, wenn man so will, anknüpfend an das, was Michael Zeiner gerade sagte, da nicht von vornherein zu sagen, wir haben jetzt ein Bild, wir empfehlen Maßnahme 1-3, sondern eigentlich den Prozess hier so zu gestalten, dass miteinander diskutiert wird, was soll denn hier am Standort entwickelt werden. Ja, und was da wirklich entwickelt wurde, wird jetzt nach mir. Nicht direkt, aber wir haben noch, glaube ich, Herrn Stetter jetzt im Anschluss, aber wird dann gleich hier referiert werden. Dankeschön. Super, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Sie haben Ihren Beitrag jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr niedrig gesetzt und gedrückt. Glauben Sie tatsächlich, unsere Beobachtung, die ich jetzt mal so spontan formuliere,
allein die Tatsache, dass es halt einen gemeinsamen Termin gab, in dem auch sehr zielgerichtet und sehr strukturiert gefragt und moderiert wurde, das hat uns schon weitergebracht. Dafür also gibt es externe Berater, genau. Ja, gut, wunderbar. Ja. Jetzt haben wir sogar mit virtuellen Palmen im Hintergrund den Erfinder des Mekatons, nämlich Rainer Stetter, der uns über Zoom aus Gran Canaria zugeschaltet ist. Rainer, du hast die Bühne. Ja, hola, buenas tardes. Ja, schönen guten Nachmittag. Ja, die Palmen sind aber echt, also sie sind nicht virtuell, aber sie sind ein Foto. Ich könnte es aber auch so stellen, dass sie sich bewegen. Aber ich will jetzt ja niemanden noch mehr frustrieren, als es ohnehin vielleicht schon der Fall ist. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich mich zuschalten darf. Ich soll ja ein bisschen was erzählen. Ich habe auch ein paar Folien vorbereitet. Die werde ich jetzt mal versuchen zu teilen. Einen Moment bitte. So, dann muss ich eine Sekunde. So, jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So, ihr solltet jetzt meinen Bildschirm sehen. Ich sehe nichts, was ja, ihr seht. Ja, alles gut. Wir sehen alles wunderbar. Wunderbar. Ja, also grüß Gott, Bernand, würden wir jetzt normalerweise sagen, oder buenas tardes, würden wir jetzt hier sagen. Ich soll ein bisschen was erzählen zu dem Thema Digital Education aus Sicht der Industrie. Vielleicht ganz kurz zu meiner Historie. Ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur, wie Sie vielleicht so sehen können an dem Bild von mir. Ich habe im letzten Jahrtausend studiert, sage ich immer so etwas flapsig. Und mein Promotionsthema war Digital Twin, gleichwohl ich Maschinenbau studiert habe. Und ich wurde gebeten, so ein bisschen was zu erzählen, was wir so treiben und auch so ein bisschen die Sicht der Industrie. Vielleicht mal so als Hintergrund, ich bin zwar ein bisschen älter als ihr, die jetzt da im Saal sitzt, aber ich bin quasi Gründer. Ich habe 3 Firmen gegründet, haben insgesamt 200 Personen, von denen jetzt inzwischen knapp ein Drittel in Ausbildung sind. Unser Ausbildungsanteil war schon mal höher, aber durch Corona ist auch so ein bisschen die Konnektion zu den jungen Leuten verloren gegangen, aber die wollen wir jetzt in der nächsten Zeit wieder höher bringen. Und was wir eigentlich machen, ist in Anführungszeichen Software- und Maschinenbau oder auch Automobilbau. Letztendlich, wenn mich einer fragt, was wir machen, ich sage da immer ganz einfach, an Software kann man beliebige Mechanik hängen. Und insofern sind wir sehr, sehr einsetzbar in allen möglichen Konstellationen im Automobilbau, aber im Maschinenbau oder auch sonst wo. Und ich kann jetzt eigentlich alle jungen Leuten nur empfehlen, so diese Kombination aus Maschinenbau und Software oder Mechatronik, das ist eine gute Wahl, damit hat man sicherlich für die Zukunft gut gerüstet. Gut, so, ich habe ein bisschen überlegt, was sind denn Anforderungen der Industrie, und ich glaube, so die Welt, so wie ich sie kenne, ist es wichtig, dass man digital firm ist. Und man muss auch sicherlich sagen, dass durch das Thema Digitalisierung die Software einen sehr, sehr wichtigen Anteil hat. Aber man darf natürlich die Mechanik nicht vergessen. Ja? Und somit ist das in einer gewissen Art und Weise auch immer so ein bisschen eine Challenge, was ist wichtiger, die Software oder die Mechanik. In Deutschland, das ich also hochgradig als nicht digitales Land bezeichnen würde, ist es auf alle Fälle wichtig, dass man das Thema Software wichtiger nimmt als die Mechanik emotional, weil wir da noch viel nachzuholen haben als Deutschland. Dann ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, wenn man als junger Mensch so in die Zukunft guckt, was ist wichtig? Das Thema Projektmanagement, ja. Das heißt, sich selbst organisieren. Da, wenn man jung ist, vielleicht manchmal auch noch auf der To-Do-Liste dieses Thema. Und natürlich auch andere organisieren können. Und wenn ich jetzt bei euch vor Ort wäre, dann könnte ich auch ein bisschen zuhören, wie ihr auch redet. Ja. Ich glaube, Sprache ist jetzt für einen Techniker immer so eine Challenge. Ja. Schon mal die Heimatsprache, Deutsch, vielleicht ist man auch ein bisschen in seinen Dialekt verliebt. Aber wenn man also weiterkommen will und auch im Thema Projektmanagement und innovativ, heißt auch international, also man muss sich ausdrücken können und Deutsch alleine reicht nicht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und wie wir jetzt alle auch mitbekommen haben in den letzten Jahren, man muss innovativ und kreativ sein.
und es auch schon mal gemacht haben. Ne? Eigentlich ist ja unser Bildungssystem von der Schule an so, dass wir immer Hausaufgaben kriegen und uns Innovation und Kreativität eigentlich systematisch abtrainiert wird. Und jetzt durch die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eigentlich genau das Gegenteil gefordert. Wir sollen irgendwelche Dinge tun, die es eigentlich noch nie gab, ja, also vielleicht wirklich noch nie gab, nicht nur so ein MeToo-Projekt, dass man jetzt irgendwie etwas besser macht, also ein bisschen besser, sondern vielleicht völlig neu. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man alleine als Mensch, als Ingenieur, so gut man auch sein kann, nie wieder was erreichen kann, sondern muss immer im Team arbeiten. Und Teamarbeit heißt für mich auch Projektdruck und dass man auch unter Druck eine gute Leistung bringt. Das sind so mal ein paar so Anforderungen, die ich mir mal so überlegt habe. Und ein Thema oder ein Ansatz, dies zu üben, sind also so Make-Marathons oder kurz gesprochen Makeathons. Und da habe ich eben schon vor einiger Zeit, also diese Ideen, die ich jetzt gerade eben skizziert habe, die habe ich jetzt nicht erst seit gestern, schon seit einigen Jahren. Und da wollte ich jetzt einfach ein bisschen was erzählen, was wir da alles so gemacht haben in den letzten Jahren. Auch und gerade in der heutigen Zeit ist also das ganze Thema Klimawandel ein großes Thema. Wurde auch gerade wieder am Wochenende viel geredet, dass die Alten nicht so richtig was da voranbringen, ja. Und das sehe ich eigentlich schon seit einiger Zeit und deswegen haben wir vor 5, 6 Jahren schon begonnen, so eine Smart Green World zu träumen und auch um die Welt herum Makeathons zu machen, um eben die Jugend voranzubringen, sich auch zu motivieren, dass sie was sich trauen und einfach auch Solutions voranbringen für diese schnell ändernde Welt. Und so eine blöde Idee, und ihr habt es jetzt mitbekommen, ich sitze ja auf Gran Canaria. Ich sitze deswegen auf Gran Canaria, weil es A, dort schön ist, schön im Sinne von schön und schön im Sinne von schönes Wetter. Gleichzeitig geht aber hier auch ein starker Wind und viel Sonne und mir könnte man, wenn man auch jetzt eine vollautonome, vollautarke, sustainable World haben will, braucht man grüne Energie, um vielleicht tolle Ideen, um so etwas zu machen. Und da war eigentlich so meine Idee, lass uns aus dieser Insel quasi so einen technologischen, smarten und grünen Jurassic Park machen, weil auf dieser Insel wäre es möglich, mehr als 100% der Energie, die man braucht, zu erzeugen. Und wenn man dann kluge Köpfe hat, dann könnte man das Ganze so als Demonstrator für eine klimaneutrale Leben und Future Technologies machen. Und Themen, die sich da anbieten, sind natürlich, sagen wir als deutscher Ingenieur, ist Mobility, also kluge Mobilität. Green Energy brauchst du, um kluge Mobilität zu haben. Wohnen müssen wir alle. Autonomes Driving ist in aller Munde. Smart Farming, Essen ist für uns normal. Aber eigentlich muss man auch das irgendwie auch generieren. Und wenn man das Ganze alles klug kombiniert, könnte man da eine coole Aktion machen. Das war eigentlich so der Traum, die Vision, die ich eigentlich mit dem Professor Eichinger unter anderem und auch vielen anderen Professoren in Deutschland und auch international spann, so 2015, 2016. Das ist eigentlich so mal der Traum, nach dem wir strebten. Ja? So, und was haben wir bis dato so getan? Ja? Wir haben also im 2016 begonnen mit knapp 40, 50 Leuten und haben das dann 2019 bis auf über 400 Leute hochgetrieben, diesen Makeathon. Und man kann das auch hier nochmal an Bildern sehen, im Sinne von jetzt Personen, die Männchen und Weibchen auf diesen Bildern werden immer kleiner, weil es immer mehr werden. Und da sieht man auch vorne unten rechts, hatten wir auch so Smart Autos hier, die sieht man, die Solarpanels am Dach oben, dass die auch autonom fahren könnte. Und links ist noch diese Zigarre, das ist so ein kleines Wasserstoffauto gewesen. Ja. Man sieht also hier viele, viele junge Leute von all over the world. Und hier sehen wir das Ganze nochmal auf einer großen Bühne, wo dann auch die Final Pitches waren, wo dann vor 400 Personen die jungen Menschen den anderen und auch den Alten was vorgestellt haben. Also eine coole Aktion. Ja.
2020 waren wir dann hoch motiviert, das Ganze noch weiterzubringen, hatten also bis, sagen wir, 40 Stunden vor dem Beginn des Makathons nahezu 600 Registrations. Dann kam uns leider dieser Virus dazwischen und dann mussten wir den absagen. Nachdem wir schon viel auf der Insel waren, haben wir dann noch mit 250 Leuten gefeiert, um letztendlich einen coolen Makathon zu machen. Und hier sieht man auch nochmal so ein bisschen, wo kamen die alle her, aus ganz Europa und aber auch drumherum aus der Welt, Kolumbien, Botswana, Indien und Europa. Und unser Traum, so ein International Network zu bauen, waren wir da schon sehr nahe. Wie gesagt, durch Corona ist nicht nur das, sondern auch viele andere Sachen ein klein wenig eingebremst worden. So, hier haben wir dann auch jetzt noch ein Video noch von 2019. Können Sie auch den Ton hören? Ja, gut. Ja. Also, das war also noch 2019. Da stehen auch die Autos rum. Hier gibt es so ein T-Shirt. Da waren also 270 Talents aus damals 21 Countries. Wir haben da gesehen. Sponsoren. Ja, in einem, wir verstehen dich nicht, wenn wir den Ton hören. Wir von AMK unterstützen diesen Makathon seit mehreren Jahren, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir nur zusammen mit jungen Menschen auch wirklich jung als Unternehmen bleiben können. It is fascinating to see how so many young people come together and what energy is unleashed in this format. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder. Jo, ist okay. Alles klar. So, also wie man da gesehen hat, das ist eine coole Aktion. Das macht jung und alt Spaß. Und wir haben da viele Hightech-Technologien gehabt. Und das ist eine aus meiner Sicht perfekte Koordination. Unternehmen, der VDMA war auch mit dabei, der Patrick Schwarzkopf von Robotik und Automation. Ganz viele junge Leute und ich glaube, das ist eigentlich so der Approach, der sein muss. Wir brauchen viele junge Leute, die zusammen mit auch flexiblen und innovativen Alten die Dinge voranbringen. Und das Ganze, VDMA ist schon gefallen, national, international ist gefallen, Botswana ist schon gefallen. Es gibt auch eine Initiative des VDMAs, das müssten die Kollegen vom VDMA wissen. Hier sind auch wieder ein paar VDMA-Vertreter
Und die Idee mit diesem Solarauto ist natürlich besonders cool, wenn man viel Sonne hat. Das ist eben in Gran Canaria gegeben. Man hat im Video auch gesehen, dass wir hier mit den Autos gefahren sind, teilweise auf der Autobahn, die sind 100 gefahren, mit einem Fahrzeug, das rein durch Sonnenenergie letztendlich gespeist ist. Und die Idee haben wir dann auch der botswanischen Verkehrs- und Innovationsministerin gezeigt. Und dann kam er auf die Idee, wir machen das auch in Botswana. Und da habe ich auch noch ein paar Videos bzw. Fotos. So sah dann die Safari-Version aus, so mit Canvas. Und das Ganze ist so ein bisschen wie ein Insekt, hier mit auch den entsprechenden Solarpanels, traditionelle Autobatterien, die man aber eben dann mit Solarpanels entsprechend geladen hat. Somebody could be driving a solar-powered car here in Botswana. As a lead coordinator in the project, it makes me really proud of the team that I was working with and the ITQ team that we worked with and above all, obviously, BDMA, who introduced ITQ to us, to say that we did it. At one point, it was a dream that a solar-powered car will be made in November. Now it is a reality that it is here, and I'm driving it. I am so happy and I'm so elated and I'm proud of the Botswana team for pulling this so well. So, ein bisschen Spaß muss auch sein. Das andere Autoskal, was wir da gesehen haben, war local gebaut und da haben wir dann so ein kleines Race gemacht. Hören Sie mich? Ja, gut. Gut. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, viele coole Sachen. Als Ergänzung zu den Makathons, ihr macht jetzt auch so eine Projektwoche. Wir machen auch dann in kleineren Gruppen solche Projekte. Und ein Thema, das in den Makathons immer wieder kam, war das ganze Thema Plastik. Ja? Das Plastik auf Land, in der See, um und anschwimmt und wie kann man sich da auch eine automatisierte Lösung überlegen. Und da haben wir dann hier, da sitze ich jetzt gerade, also es ist noch nicht Sonnenuntergang, beziehungsweise es ist der Sonnenaufgang. Da waren wir mit einem Team hier, 9 junge Leute, haben wir hier gemeinsam auf der Villa gelebt und hatten eben eine One Mission, das Thema Plastik uns zu widmen. Wir hatten dann auch viele coole Spielsachen dabei. Oder Devices, klingt ein bisschen charmanter. Die flogen, die schwommen, die fuhren, ja, auf dem Wasser, unter Wasser. Und die haben wir dann versucht, intelligent zu einem Schwarm zusammenzubringen, wo dann eine Drohne detektiert, wo Müll ist und dann je nachdem, ob es zu Wasser oder zu Lande, ein entsprechendes Fahrzeug losschickt. Ja, da sieht man auch jetzt hier ein Video nach einer Woche. Man sieht links den realen Video, rechts den mit AI nachbearbeiteten Video, wo man dann sieht, da haben wir dann einen Roboter, da haben wir einen anderen Roboter, da ist Plastik und dann schickt man den Roboter dahin, um das Plastik einzusammeln. Ja? Das ist also auch so ein Ergebnis einer Projektwoche, nenne ich jetzt einfach, oder Summercamp. Und letztendlich sowohl das eine als auch das andere Format heißt, man hat eine gewisse Zeit, man hat ein Team und eine gewisse Aufgabe und dann geht's los. So, die Erfahrungen, die wir jetzt da so haben, ja, ist einfach die Welt ändert sich rasend schnell. Nicht alle unserer Generation haben das schon verstanden, dass das also blitzschnell geht, ja, und dass unser klassisches Bildungssystem zwar hervorragend ist, beziehungsweise vielleicht mal hervorragend war, aber vielleicht mit diesem rasanten Wandel nicht zurechtkommt. Ja. Deswegen müssen wir neue Wege gehen und smarte und grüne Technologien und vorher fiel auch mal das Wort Marketing. Ja. Deswegen habe ich also hier auch geschrieben, dass mit diese Technologien, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch cool in Szene gesetzt werden, ja, und auch junge Menschen ansprechen. Und das Ganze eben auch so ein bisschen, was einem Techniker vielleicht nicht so richtig zu eigen ist, auch verkaufen, dass man also nicht nur drögen Maschinenbau macht, sondern dass man coole Technologien voranbringt und sie vielleicht auch den zukünftigen Anforderungen der Welt auch entsprechend vorbereitet und auch was tut für die Zukunft. So, und dann ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig,
innovativ wird der Mensch besonders dann, wenn er unter Zeitdruck steht. Ja, so, das ist, glaube ich, so etwas, was man auch klar vor Augen haben muss. Der Mensch funktioniert am besten mit so Adrenalin-Direkteinspritzung. Und das sind so Makathons oder Workcamps, wo ein gewisser Zeitrahmen ist und am Schluss eine entsprechende Präsentation, auch ein sehr gutes Format. Und eigentlich, gleichwohl wir jetzt in der ganzen Szenerie nicht so richtig gut abgestimmt sind, weil wir einen, auch die Herren vom VDMA, ich persönlich nicht kannte, und auch die Vorredner vom HIS diesbezüglich, ja, und auch vom dem Rektor. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch noch sehen müssen, wir müssen daran arbeiten, dass wir auch noch mehr, noch jüngere Leute, also Kinder an, Jugendliche an Technik heranführen, ja. Weil wir haben das, also ich habe selber Kinder, die in die Schule gegangen, ich bin selber in die Schule gegangen und letztendlich Schulunterricht ist langweilig. Ja? Wir alle haben Schule nicht unbedingt wirklich gerne gemocht. Ja? Und es liegt halt einfach auch an der Art und Weise, wie man da auch Dinge voranbringt. Das ist das eine. Und das andere, Technik wird da sowieso nicht dargestellt. Und wenn, dann auch nur langweilig. Ja? Und ich denke, wir müssen ganz intensiv daran arbeiten, dass wir so nicht nur versuchen, Ingenieure zu ernten, ja, sondern wir müssen auch überlegen, wie wir mehr säen. Ja. Und dazu muss man also auch den Punkt vorantreiben, dass man also die nicht nur die Ausbildung an Universitäten modernisiert, sondern auch den Schulen. Und das machen wir auch schon seit langer Zeit. Ja. Ich habe auch eine Stiftung gegründet, die heißt Technik macht Spaß. Und hier sieht man, das sind jetzt wirklich Kinder, ja, die sind noch in der Grundschule. Und wie die Biologie es auch so mit sich bringt, sind in diesem Alter 50% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ja. Und wenn wir aber auf unsere Makathons gehen, da sind dann vielleicht noch 3% Teilnehmerinnen. Und wie man aber auf diesen Bildern sieht, wenn man die Leute oder die jungen Kinder auch mit Technik entsprechend die animiert, das zu tun, muss man sogar sagen, sind die Mädels oft sehr viel interessierter als die Jungs. Und da muss man halt schon anfangen. Das Problem ist natürlich, dass man da nicht die nächstes Jahr ernten kann, sondern braucht man so auch so eine gewisse Langmut und Ausdauer. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich auch, wenn man auf den Altersdurchschnitt unserer Lehrer guckt, dann sind die auch alle nicht wirklich ganz jung. Ja? Und die kennen sich oft mit Digitaltechnik A nicht aus und B haben sie gar keinen Bock mehr drauf, weil sie demnächst in Rente gehen. Ja? Deswegen muss man sich da auch überlegen, was man macht. Und da ist unser Konzept das, ja? Dass wir halt da so ein durchgängiges Konzept so von der Wiege bis zur Ware quasi haben. Ja? Und ein zentrales Element für das sind unsere Auszubildenden und Studenten. Und diese Auszubildenden und Studenten, die schon technikaffin sind, die schicken wir dann einerseits los, um in Kindergärten oder auch in den Schulen entsprechende Robotikskurse zu machen. Und die ersetzen dann, also die jungen Leute, junge Ingenieurinnen und Ingenieure, ersetzen oder ergänzen dann den Lehrkörper. Ich benutze ganz bewusst das Wort Lehr, weil es etwas doppeldeutig ist, ja, um auch entsprechendes Coaching zu machen. Und auf der anderen Seite nutzen wir teilweise auch die auszubildenden Studenten, um Ingenieure oder Management beizubringen, was moderne Technologien sind. Und das ist eigentlich jetzt so ein Punkt, den ich eigentlich gerne noch so als Appell beim Hinausgehen machen möchte. Also ich finde das toll, was die Hochschule Aalen da alles auf die Beine gestellt hat mit diesen Makathons. Das ist sehr, sehr anerkennenswert, finde ich ganz toll. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Und ich finde es cool, wenn man auch eben für um die Anforderungen der Zukunft zu meistern, dass wir es gemeinsam machen und einen übergreifenden Ansatz voranbringen, der auch die Schulen mit integriert. Jo, das wäre jetzt so mal mein Impuls und damit würde ich aufhören. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ganz, ganz viele Dinge angesprochen, die uns auch umtreiben, die hier in Aalen auch Thema sind. Im Vorgespräch haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Ideen, die du skizziert hast, sind tatsächlich auch hier im Raum durchaus durch Herrn Mangold vertreten. Der kann nachher selber was dazu sagen. Wir haben auch das Explorino, was auf Initiative einer familiengeführten Firma hier entstanden ist. Wenn du mal wieder in der Nähe bist, gucken wir uns das gerne an. Gut. Ja, nächste Woche bin ich ja bei dem Packaging Valley Makathon auch mit dabei. Ja. Der Herr Buchwitz. Sehen wir uns vielleicht.
versteckt sich ja da auch irgendwo hier wohl. Also von dem her sehr gerne. Gut, wunderbar. Ich nehme wahr, es gibt keine Fragen. Das mit dem Wortspiel, mit dem Lehrkörper, das musst du mir dann nächste Woche vielleicht noch erklären. Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen das dann irgendwie vielleicht. In dem Zusammenhang sprach ich ja insbesondere von Schulen. Jetzt, genau. Und ich habe euch ja auch expressis verbis jetzt nicht euch alle namentlich gelobt. Ja? Sorry, Uli. Aber ich kann mir gerne noch mal eine Liste machen, wen ich alles von euch loben muss. Aber lass stecken. Ja. Alles klar. Gut, danke schön. Jo. Danke. Dann kommt nach dem Rainer kommt der Peter. Also gut. Vielen Dank. Ich darf jetzt noch ein paar Worte von unserer Seite aus zu dem Ablauf und dem Transferprojekt an Sie richten. So. Der Präsenter funktioniert. Der Präsenter funktioniert bei dir. Nee, da oben. Ja, also gut. Theoretisch. Der Präsenter funktioniert theoretisch, aber praktisch. Vielleicht für die jetzt das nicht so im Detail mitbekommen haben, es hat sich doch über 2 Jahre hin gezogen. Ich habe den Herrn Krüger kennengelernt. Ende Oktober war das in Berlin bei der Übergabe von diesem Preis. Da war so ein Erfahrungsaustausch in dem, Sie hat es vorher angesprochen. Ja, genau, in dem Europa-Hotel. Da standen wir in der Pause so zusammen und am Anfang hatte ich was völlig anderes unter dem Projekt verstanden. Ich denke, da gibt es so ein richtiges Projekt, aber es kam dann relativ schnell raus. Und dann waren wir mal in Kontakt und wir hatten viele lange, interessante Telefonate während dieser Zeit. Das möchte ich gerne erwähnen, aber die Termine, die man hier sieht, es waren im Wesentlichen 4 Workshops. Im Oktober 2020 haben wir begonnen, wie vorher schon gesagt, da waren Leute aus der Industrie, Lehrende, Studierende, die haben einfach sich in diesen geschützten Räumen unterhalten. Dann hat man im Dezember so einen Reflexionsworkshop, der Herr Krüger hatte das nochmal zusammengestellt, uns ein paar Hinweise gegeben. Dann gab es nochmal einen Workshop Ende Januar. Und dazwischen, wie bereits gesagt, gab es das ein oder andere Telefonat. Und wir haben dann diesen Termin, der früher hätte sein können, dieses Abschlussworkshops, haben wir einfach auf diesen Termin gelegt, weil wir der Hoffnung waren, dass irgendwann wieder Präsenz zulässig ist, einerseits. Und andererseits, dass wir ein Element aus dem, was bei diesem Transferprojekt rauskam, auch umgesetzt werden kann. So, und es war jetzt Zufall, Herr Krüger. Ich habe die gleiche Folie rausgesucht, die Sie vorher auch gezeigt haben. Das war jetzt nicht abgestimmt, weil dort aus meiner Sicht sehr viele Elemente vorhanden sind, die uns ansprechen und die wir bearbeiten müssen. Und das war so für die anderen vielleicht zum Verständnis. Da gab es einfach verschiedene Ideen und jetzt geht es darum, wie kann ich das, wer hat es vorher gesagt, agiles Curriculum, wenn Sie mir das nachher nochmal erklären könnten, Herr. Ja. Das ist praktisch ein Widerspruch im Begriff. Und da war halt die Frage, wie können wir solche Dinge umsetzen, also nicht in 5 Jahren, sondern möglichst schnell, dass junge Menschen, die jetzt hierher kommen, irgendwie verstehen, was macht denn ein Ingenieur außer Mathematik, technische Mechanik, Elektrotechnik, Informatik, das ist so das ist der Stundenplan im ersten Semester. Und da gab es einige Ideen und ein Punkt, da würde ich jetzt einfach, das sind nochmal ein paar Dinge, erste Semester als Projektsemester, auch übergreifend irgendwelche Projekte umzusetzen. Und da sind wir jetzt dabei zu überlegen, das vielleicht noch als Ergänzung, wie können wir diese Ideen umsetzen, so nach und nach, und wie können wir das, was wir in der Vergangenheit einfach so lose gemacht haben, auch im Curriculum irgendwie verankern. Das hat dann doch eine andere Verbindlichkeit und hat sicherlich auch eine andere Wirkung. Das, was der Rainer Stetter vorher erzählt hat, das ist alles so just for fun, da geht man hin, hat Freude, aber das ist nicht wirklich ein Element, das in dem Curriculum verankert ist, sondern das machen interessanterweise nur die, die es eigentlich nicht nötig haben. Also die brauchen wir eigentlich,
die müssen wir nicht davon überzeugen. Und unsere Zielsetzung ist schon das, was Sie gesagt haben. Die 60 Erstsemester Studierenden, die möglicherweise am Ende nur noch 40 sein werden, von denen ein paar zu erwischen und sagen, hoppla, Freunde, wir erklären euch frühzeitig, dass es doch irgendwie nachher richtig cool ist und richtig sinnvoll und klug. Ihr kriegt einen Job, ihr kriegt richtig viel Geld bei dem Job und ihr habt viele Möglichkeiten. Das ist so der Hintergrund. Ich gehe jetzt auf die Details nicht ein. Ich habe nur VDMA Dings nochmal herausgekramt. Das ist relativ neu. Von 2021, meine ich Mitte des Jahres, kam dort die Unternehmenskooperation in der Hochschullehre. Das ist auch eine Umfrage von Ihrer Seite. Das passt natürlich jetzt wunderbar zur Firma Steco, weil die konnten wir gewinnen für diese Projektwoche. Und warum soll man das machen? Dort sind einige Umfragen und ein paar Gründe für die, die vielleicht noch zögern. Auch größere Firmen wie die Firma Kercher könnte sich da mal Gedanken machen, sowas aktiver zu machen. Ich habe nur ein paar Punkte rausgesucht. Das ist eigentlich für beide Win-Win-Situation. Und das, was der Rainer Stetter vorher gesagt hat, und der praktiziert das in par excellence, der letzte Punkt, das ist halt eine gute Möglichkeit, junge Menschen letztendlich erstmal bei den jungen Menschen das Unternehmen bekannt zu machen und die jungen Menschen relativ früh an so Unternehmen zu binden. Ich weiß nicht, ob man nur zuhört. Ich habe zu dem Herrn Stetter gesagt, wie gelingt es dir eigentlich, da so viele junge Menschen in deinem Unternehmen zu haben? Das ist ganz einfach. Er braucht aber überhaupt auch keine Anzeigeschalte. Relativ früh macht er Projekte und er sagt dann zu mir, ich habe noch nie ein Zeugnis von denen angeguckt. Das brauche ich nicht. Die haben bei mir 3 Jahre oder 1 Jahr geschafft, dann weiß ich, was sie können oder auch nicht können. Und dann kommen die zu mir. Nicht alle, klar, aber so eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung, ich weiß nicht, was das kostet. Also da kann man viele Studenten lange beglücken. Also das ist mit ein Punkt, der auch in dieser Untersuchung jetzt vom VDMA ganz deutlich wird. Das vielleicht nochmal. Wenn ich dazu was sagen darf, also ich gebe keine Zeugnisse ein, sondern Menschen. Ja, also ich weiß von vielen Mitarbeitern gar nicht, was die wirklich studiert haben, weil es mich auch gar nicht interessiert. Ja. Letztendlich geht es ja darum, dass die, also für uns, wir haben 2 Einstellungskriterien. Das erste ist, dass er nett ist. Ja. Also nett ist ja irgendwas Subjektives, der muss zu einem passen. Weil wenn man coole Sachen machen will, wie jetzt ja gerade auch diesen Makathon, ja, den ihr da intelligent mit 2a vorangetrieben habt. Ja. Also man arbeitet gerne mit Leuten zusammen, die man mag. Ja. So, und das ist immer das Erste. Und das Zweite ist das Thema Intelligenz. Und das, sagen wir, da muss man auch kein Zeugnis anschauen, sondern muss den Leuten eigentlich tief in die Augen schauen. Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, ob der schlau ist oder nicht. Ja. Und nachdem wir ja in einer schnell veränderlichen Welt sind, ist das, was man heute gelernt hat, morgen oder spätestens übermorgen eh aller Käse. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man mit Leuten zusammenarbeiten will, sich auch austauschen kann. Das ist das Thema Sprache wieder wichtig. Ja? Und dass man dann coole Sachen voranbringt. Und das ganze Thema agil, ja, hast du ja gerade selber gesagt, agil und Curriculum ist ein Widerspruch in sich. Ja? Also ich zitiere dich jetzt. Und ja, das ist einfach wichtig, dass man hier einfach make, create and have fun. Das ist ja unser Slogan, den wir da initial da vor ein paar Jahren geboren haben gemeinsam. Also gut, vielen Dank. Ja. Ja, ja, sprich weiter, ich höre auf. Okay, also Make, Create, Have Fun, das ist das, was wir jetzt heute Ihnen auch noch präsentieren, anschließend. Vielleicht so, dass Sie ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Wir haben hier unseren Zeitplan, das sind 4 Tage von heute bis zum Freitag. Heute war die, dass man sich so kennenlernt. Also normalerweise hätte ich auch die Tafel geputzt und alles aufgeräumt, aber das sind jetzt nur Übrigbleibsel von heute Morgen. Die Aufgabe war, ihr habt, jede Gruppe hat 3 DIN A2 Kartons, 160 Gramm, zur Verfügung, Tesafilm und Klebstoff. Also jede Gruppe das Gleiche, aber die eine Gruppe macht einen Plan und nach diesem Plan baut die andere Gruppe.
diesen Turm. Die Aufgabe war, bau mit diesem Material einen möglichst hohen Turm. Interessanterweise hatten wir hier, das ist noch von heute Morgen, die Höhen dieser Türme hatte ich hier notiert. Der kleinste, knappen Meter, der ist nicht mal gestanden. Der größte mit 3,85 Meter, das ist der Weiße, der steht jetzt auch nicht mehr, aber das, 5 Sekunden ist er gestanden. Der steht da draußen auf der Treppe. Also so unterschiedlich, Aufgabenstellung war genau gleich an alle. So unterschiedlich waren die Ergebnisse. Das war so der Auftakt, dass sich die, das sind jetzt sind ganz 72 haben sich angemeldet, der eine oder andere, der geht immer verschütt unterwegs, dann bis es richtig losgeht. Aber wir haben 9 Gruppen mit 6 bis 8 Teilnehmer. Und diese 9 Türme wurden jetzt gebaut, jetzt haben wir da noch ein paar übrig. Dann haben sie heute Mittag die Aufgabenstellung bekommen. Smart, wie heißt es, Öko Smart Home. Und da haben wir einfach, zumindest gedanklich macht die Firma Steco, Klimatisierung von Schaltschränken unter anderem. Und man sagt, okay, wenn man sich das abstrakt vorstellt, dann kann man sich ja auch irgendwie ein paar Elemente aus deren Portfolio denken, die man für ein Smart Home benötigen kann. Und wir wollen jetzt mit den Erstsemestern das in der Form durchziehen, dass die jetzt sich Gedanken machen, was kann man denn realisieren? Da gibt es einen Anforderungskatalog, das muss dabei sein, das andere kann dabei sein. Wir werden, und die sollen sich bis heute Abend mal ein paar Ideen zurechtlegen. Und wir werden dann morgen früh denen mitteilen, dass, wie im richtigen Leben, die Ideen sind ja toll, aber die Hardware ist eingeschränkt, unter anderem Komponenten aus ihrem Hause, ein paar Arduinos, 3D-Drucker. Also das heißt, da müssen wir die eine oder andere Idee vielleicht wieder umbauen oder beiseite legen. Und dann haben sie bis am Freitag Zeit, sagen wir, diese Dinge zu realisieren, zu präsentieren. Wir haben Studierende von User Experience, die dann auch vielleicht ein paar Tests machen mit den Anwendern und sagen, okay, das ist irgendwie ganz verständlich oder auch nicht. Oder das braucht vielleicht gar niemand, das ihr jetzt da gebaut habt. Aber wir wollen damit versuchen, so einen Entwicklungsprozess in kurzer Zeit, in dem Fall deutlich systematischer als vorher. Wir haben ja vorher auch schon so Veranstaltungen, aber durch Ihre Anregung, auch durch die Unterhaltung mit der Hochschule Kiel, die an der Stelle ähnliche Projekte machen, allerdings meines Wissens ohne Hardware, gab es da einfach für uns doch noch gute Erkenntnisse, obwohl wir in dem Bereich schon tätig waren. Also das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Und jetzt wollen wir versuchen, wie wir das sukzessive letztendlich ins Curriculum dann auch einbauen. Möglichst agil, Herr Zeiner. Verraten Sie mir das nachher noch. Also deswegen, das ist der Zeitplan. Und das darf ich übergeben an den Herrn Mangold, der Geschäftsführer der Firma Steco. Ein super ausgebildeter Ingenieur, wenn ich es richtig weiß. Kann man das so sagen, Herr Mangold? Kann man so sagen, ja. Sie haben... genau, das müssen wir vielleicht auch sagen an der Stelle. Sekunde dann. Sie haben sich bereit erklärt auf Anraten, und das war ein wichtiger Tipp, Industrie letztendlich mit in das Boot zu nehmen. Sie haben sich bereit erklärt, wir waren in Kontakt an anderer Stelle, sich dazu beteiligen. Dankenswerterweise haben Sie uns 9 Sets Hardware zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich super. Wir haben auch Ihre Plattform jetzt einfach mal testen. Genau. Mit jungen Leuten, die irgendwie möglicherweise ganz anders hinlangen wie so ein Techniker, aber auch das hat die ein oder andere Sache vielleicht ein Gutem für Sie. Sie waren jetzt auch bereit, einfach noch ein paar Worte zu sagen zu dem Thema, wieso machen wir das? Und vielleicht im Vergleich jetzt zu dem, was der Rainer Stetter gesagt hat, das sind jetzt keine Riesenkonzerne. Also weder die Firma ITQ oder auch die Firma Steco, das sind jetzt nicht Leute mit 1.000 oder 5.000 Mitarbeiter oder ich weiß, sondern das sind tatsächlich, von denen Sie gesprochen haben, ich weiß nicht, 150 Mitarbeiter, das, was Sie gesagt haben, 180 im Durchschnitt oder auch beim, das sind eigentlich die, die, wenn man die Studie auch anguckt, die sich schwer tun, mit der Hochschule in Kontakt zu
treten. Warum? Weil die haben nicht drei Hochschulbeauftragte. Genau. So. Und jetzt müssen wir halt einen Weg finden und am Ende gewinnen Sie möglicherweise und wir. Was ist, das kann uns nicht passieren. Und warum Sie gewinnen, dürfen Sie uns jetzt erzählen. Also ich habe mich das hinbekommen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, danke, dass ich hier vorsprechen darf. Das ist natürlich sehr interessant. Stimmt, wir sind die Firma Stego. Wir sitzen in Schwäbisch Hall. Wir haben 150 Mitarbeiter am Standort in Schwäbisch Hall, circa 210 weltweit. Wir haben 10 Niederlassungen, sind also international vertreten und haben uns auch der digitalen Technik natürlich auch verschrieben. Meine Aufgabe hier, ich bin ehemaliger Zögling von hier, der Herr Professor Schmidt hat meine Diplomarbeit kontrolliert, gut gemacht, kann ich sagen, an der Stelle kann man beide empfehlen. Und ich habe die Aufgabe bekommen, was motiviert ein Industrieunternehmen, Schulen und Hochschulen bei Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität von Technikberufen zu unterstützen? Meine Antwort ist der pure Eigennutz. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Antwort, die man vor einem breiten Publikum sagen sollte. Und Herr Schmidt hat mir wahrscheinlich gerade eben von den zukünftigen Rednerlisten gestrichen. Aber keine Angst, ich kann es erklären. Machen wir den Spaß beiseite und gucken wir mal das Ganze an durch einen anderen Blickwinkel. Gucken wir mal von oben auf das Deutschland, auf das, was wir eigentlich hier haben. Und da habe ich vor kurzem einen Podcast gehört. Und in dem Podcast war ein Beitrag vom Professor Herrn Gunnar Heinzen. Der ist Professor unter anderem in Rom am NATO Defense College. Da lehrt er. Und zwar seine Studenten sind an der Stelle Admirale, Generäle, Oberste der NATO. Und er hat unter anderem einen sogenannten Kriegsindex entworfen. Und dieser Kriegsindex ist auf Basis der demografischen Veränderung entworfen worden. Und wenn man sich das mal anguckt, und dieser Index, der kommt zusammen oder wird erstellt durch 1000 Männer, die im Alter von 55 bis 59 sind, das heißt die Armee oder das Austrittsalter einer in der Armee ist, und vergleicht diese mit dem Eintrittsalter, und zwar 15 bis 19. Und wenn die beiden sich irgendwo ausgleichen, dann ist das 1. Und wir in Deutschland, wir haben das Verhältnis 0,7. Das heißt, bei uns treten grundsätzlich einmal 1000 Ältere aus und nur 700 neue kommen nach. Jetzt bin ich kein Freund von Krieg und Waffen und so weiter, aber wenn man das ein bisschen überträgt, in dem, was wir eigentlich jetzt gerade erleben, dann ist es eigentlich an der Stelle schon klar, dass wir, wenn wir heute was ändern wollen, 15 bis 19 Jahre circa warten müssen, bis wir neue, junge Ingenieure eigentlich nachbekommen. Und das ist im Prinzip der demografische Wandel, den wir eigentlich haben und der sich auf eine ganz, ganz lange Zeit für uns eigentlich darstellt. Und natürlich die Welle, die kommt, und die kommt relativ schnell. Und die kommt enorm mit einer riesigen Beschleunigung. Das bedeutet natürlich, da gibt es viele Szenarien. Das wird nicht unbedingt genauso kommen, wie der das mit dem Index da gemacht hat. Aber wir müssen in dem Fall, und ich hoffe auch, dass es abgeschwächt wird, ganz klar, aber wir müssen in dem Fall vielleicht auch nochmal andersrum angucken und sagen, wenn wir heute wissen, dass wenn wir 180.000 junge Leute eigentlich verlieren durch einen Wissensdrain, weil diese jungen Leute nicht in Deutschland bleiben, sondern diese international, das habe ich auch gemacht, sich irgendwo in andere Länder seinen Lebensmittelpunkt auch mal zwischendurch suchen oder vielleicht auch für immer suchen, dann glaube ich, dass das Humankapital, das wir einfach hier haben, das muss man bestmöglich ausbilden, schützen und natürlich auch entsprechend für MINT-Fächer und für das technische Studium begeistern. Jetzt haben wir viele Zahlen und Fakten und Daten, aber ich glaube, für junge Menschen ist, sagen wir mal, die Generation Y, steht am Anfang von einem Studium vielleicht nicht unbedingt diese Zahlen und Daten im Fokus, sondern es sind wahrscheinlich eher so diese sinnstiftende Faktoren. Und ohne jemand nahezutreten, wenn ich jetzt nur Mathe und technische Mechanik 1 und 2 mache, dann ist oft das ein bisschen trocken.
Und deshalb ist es, glaube ich, ganz arg wichtig, dass die jungen Leute auch ihr Zentrum finden und sich auch klar machen, welchen Beitrag sie eigentlich für diese Gesellschaft eigentlich leisten können. Und das muss man natürlich irgendwo immer wieder verbinden und in Kombination bringen. Und ganz zum Schluss will ich auch nicht, das war hier auch schon ein paar Mal gestanden, was auch unheimlich wichtig ist, der Spaßfaktor. Also wenn man basteln kann, wenn man einfach löten kann, wenn es mal zwischendurch mal raucht, das ist das, was eigentlich auch junge Leute ja interessiert oder was sie einfach antreibt. Jetzt als Industrieunternehmen haben wir uns gesagt, wir wollen das sehr wichtig auch annehmen. Und ich habe mich darüber gefreut, dass wir hier eingeladen wurden, beziehungsweise dazu angesprochen wurden, dass wir wieder ja, diesen Industriecharakter einfach auch mit reinbringen und dadurch natürlich die sozialen und klimatechnischen Themen natürlich nicht vergessen, sondern diese dann natürlich auch unterstützen in einem gewissen Wandel, den einfach unsere Gesellschaft durchführen muss. Das war so der erste Ansatz der Eigennützigkeit. Der zweite Ansatz der Eigennützigkeit ist, das sind alles westliche Nationen, wo wir hier zumindest sitzen. Und wir haben es geschafft in den letzten 20 Jahren, und wir haben es erfolgreich geschafft, uns sehr von einem asiatischen Markt abhängig zu machen. Wir sind mittlerweile wie so ein Junkie, der auf seine Spritze wartet. So warten wir momentan auf Elektronikchips, damit unsere Automobilbänder einfach weiterlaufen können. Und nicht bloß wegen der Elektronikchips, das sind jetzt die kleinen Sachen. Aber wenn wir ein bisschen weitergehen und sagen, wir warten auf Magnesium. Magnesium ist momentan, oder ist insgesamt das Backpulver, um die Aluminiumherstellung zu machen. Das sind enorme, enorme Veränderungen, die wir da haben. Oder in Corona-Zeiten. Wir waren nicht einmal in der Lage, Masken auszuteilen, weil wir keine hatten. Die wurden woanders hergestellt. Das heißt, wir konnten eigentlich eine Krankheitswelle gar nicht so richtig abbremsen, sondern wir mussten eigentlich warten, indem wir auf andere und Abhängigkeit und diese Abhängigkeit hatten. Wir schaffen es eigentlich kontinuierlich, Entwicklungen, Grundtechnologien, die wir hier entwickeln, einfach nach außen weiter wegzugeben. Und das ist ein Brain und das muss uns ganz klar sein. Wir können die einfachsten Beispiele nehmen, die Fotoindustrie, die wir gehabt haben, oder das beliebte Fernsehgerät. Keines produzieren wir hier mehr. Wir schaffen sogar, unsere grüne Energie, die Photovoltaik, zu verbannen. Und dann, und das ist ja fast schon schizophren, ab 1. Januar eine Verpflichtung einzuführen, dass wir als Häuslisbauer eine Solaranlage oben drauf machen müssen, wenn wir das Dach sanieren. Das muss man sich mal überlegen. Das ist doch eigentlich verrückt. Und dann haben wir ein starkes Zugpferd, die Automobilindustrie. Und die hat aber nur noch vergleichbare, aber keine führende Features mehr. Siehe da, Tesla, das mittlerweile auch ganz tolle Autos macht. Als Startup-Unternehmer hat man die belächelt vor vielen, vielen Jahren. 2019, so habe ich das gelesen, sind wir als Maschinenbau, als Exportweltmeister abgelöst worden. Und so können wir diese Liste unendlich lang weiterziehen. Und es ist dann immer wieder erstaunlich, dass wir trotzdem sehr, sehr stark im deutschen Land sind. Auf was ich aber hinaus will in diesem ganzen Thema, es liegt an uns selber, ob wir unser Humankapital einfach bestmöglich ausbilden und die Menschen, die zumindest schon einmal Interesse haben, also es gibt ja viele, und jetzt haben wir das geschafft, sie an die FH herzuholen, oder an die Hochschule, Entschuldigung, die Hochschule herzuholen, und die haben ein Interesse an den MINT-Fächern, und jetzt höre ich, dass wir die verlieren. Die verlieren, weil wir die in den ersten drei Semestern irgendwie nicht durchbringen, nicht über diese trockene technische Mechanik springen können. Entschuldigung, wenn das Seitenhieb. Und das brauchen wir. Wir müssen genau an der Stelle eigentlich daran arbeiten, dass wir diesen Fortschritt halten können und in Zukunft weitermachen können. Das Internet, oder neuer gesagt, vielleicht die Überschrift Industrie 4.0, habe ich heute auch schon gehört, IIoT. Das ist ein sehr breites und komplexes Thema. Es bedarf meiner Meinung nach zumindest jetzt den Ansatz, das anders zu machen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und zwar, das Thema müssen wir führend vorantreiben. Das ist unsere Intuition, wenn wir hier über Stego Connect sprechen, dass wir das gar nicht allein treiben wollen. Ja? Das ist zwar jetzt ein Produkt, das wir jetzt irgendwo hier erstellt haben, aber wir wollen das in partnerschaftlicher Weise weitermachen, weil
Und das lerne ich von meinen jungen Leuten, von meinen jungen Softwareleuten. Das funktioniert nur, wenn wir die Netzwerke miteinander verzahnen. Wenn wir diese Netzwerke und die Problemstellungen, das eigentlich so eine Plattform macht, so weit rausbringen, dass wir sie in diese täglichen Thematiken mit reinbringen. Das haben wir hier ein relativ abstraktes Thema. Für uns, wir sind eher aus dem Maschinenbau, haben wir dieses Produkt entwickelt. Jetzt geht es eher in die Infrastruktur und Gebäudetechnologie. Das ist ein bisschen anders, aber wir wollen das probieren, wir wollen das sehen. Das heißt, wir brauchen irgendwo diese Partnerschaft, wir brauchen auch die Nähe im Prinzip zur Fachhochschule. Und vielleicht noch ein paar Worte zu Stego, dass wir das auch klar sehen, warum wir das so machen. Also Sie haben es vorher schon gesagt, 1980 sind wir gegründet und letztendlich kann man sagen, wir machen das Wohlfühlklima für Schaltschränke, Gehäuse, für die Elektronik in diesen. Das ist schon unsere ganz grobe Überschrift. Wir vermeiden mit unseren Lösungen Untertemperaturen in diesen Schaltschränken und Kondensation. Und das ist egal, ob das für uns ein Ticket automatisch, eine Windkraftanlage, ob das ein Schaltschrank im Maschinenbau ist oder ganz einfach auch eine Solaranlage drin ist. Für uns gilt nur dieses Klima in diesem Schaltschrank, das wollen wir an der Stelle schützen. Und 2015 hatte ich dann so eine Idee, ein bisschen vielleicht verrückt, das war so die Grundidee für Stego Connect. Ich wollte diese natürlichen Zyklen, und zwar die Temperaturveränderungen von Tag, Nacht, von Sonneneinstrahlung, Schatten, die wollte ich bestmöglich nutzen und wollte so ein lernendes Klima entwerfen. Das lernende Klima bedeutet, ich möchte in dem Schaltschrank ein Klima entwerfen, das ich beeinflussen kann, und zwar entsprechend meiner Gegebenheiten, meines Aufstellungsorts von meinem Schaltschrank. Und wenn wir jetzt das wissen, dann können wir auch Gegenmaßnahmen einleiten. Das heißt, wir können zuheizen, wir können belüften, wir können eine Warnung absetzen. Das war im Prinzip der Ansatz. Das heißt, wir beziehen das äußere Klima ein für etwas, was wir intern in einem kleinen Rahmen schützen wollten und wenn wir das beeinflussen können. Und das Ganze noch im Prinzip ressourcenschonend. Das heißt, wir versuchen, zum Beispiel, wenn es um Kondensation geht, den Taupunkt zu verschieben. Und diesen Taupunkt können wir so verschieben jetzt, dass wir an einer oberen Stelle ansetzen und wissen, in einer Viertelstunde kommt die Sonne rein und dann könnten wir an der Stelle den Taupunkt automatisch durch die Sonnenenergie, die sowieso auf den Schaltschrank einwirkt, wieder nach unten setzen. Nur als Beispiel. So sind wir das Ganze gestartet. Das war die Idee dazu. Und darauf ist ein Produktzweig entstanden, der nennt sich Monitoring. Und aus dem Monitoring sind dann weitere kluge Köpfe zu uns zugekommen. Unter anderem der Herr Vosselermann, der hat es dann auch mit weiterentwickelt und dann daraus das Stego Connect entworfen, das jetzt heute eine Plattform ist. Eine Plattform für IO-Link-Produkte. Und ich sage es ganz bewusst, das ist keine Plattform für die Stego-Produkte. Auch wir haben IO-Link-Produkte, aber nicht so viele. Sondern wir wollen an der Stelle alle IO-Link-Protokolle, also die das IO-Link-Protokoll verstehen, die wollen wir anknüpfen. Und wir haben da tolle Erfahrungen gemacht, dass wir manchmal schon bei Kunden waren. Die haben uns ihr Produkt zeigen wollen mit ihrer Software. Das hat dann funktioniert und haben unsere Jungs das angeschlossen und hat es funktioniert. Und das war natürlich toll für uns, weil wir innerhalb von 20 Sekunden jeden Sensor, der IO-Link versteht, den können wir an das System anschließen und damit reduzieren wir die Hürde. Wir reduzieren die Hürde, sich mit Industrie 4.0 IO-Link auseinanderzusetzen und derjenige kann dann, oder diejenige, die kann dann sich um diese Problematik, um die Problemstellung eigentlich kümmern, muss ich nicht mehr um den Krimskram drumherum bestimmen. Wie macht man das? Das Ganze funktioniert über die Visualisierung von Sensordaten auf der einen Seite. Wir haben sogenannte Workflows, die wir als einfache Regelkreise darstellen oder auch komplexere Regelkreise darstellen. Wir machen Analysen, die komplexe Vibrationssensoren zum Beispiel auswerten können. Dafür verwenden wir auf unserer Cloud-Plattform verschiedene Module. Aber wir können auch an der Stelle eingreifen. Das heißt, wir können Aktoren gezielt steuern, um entsprechend wieder diese Gegenmaßnahmen, eine Heizung einzuschalten oder einen Motor einzuschalten, was auch immer wir darüber dann denken. Das heißt, es ist ein ganz einheitliches System. Das heißt, das Grundgerüst steht für sehr, sehr viele Bereiche jetzt.
Und nun gilt es eigentlich, dieses Netzwerk wieder auszubauen. Also das, was ich vorher gemeint habe, mit diesem Verzahnen, den unterschiedlichen Kundennutzen rauszuarbeiten. Ja, wir denken in Unterricht, aber das, was wir hier eigentlich erwarten, ist, dass die Studenten ja nicht mit 16 Jahren oder 40 Jahren Vorerfahrung rangehen, wo sie nur auf Schaltschrankklimatisierung denken, sondern sie sollen freier denken an der Stelle. Das ist so diese Idee. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, wo wir einfach auch diese intelligenten Köpfe fordern müssen und sie auffordern müssen, so wie wir es auch bei uns in der Firma machen. Wir haben da so ein bisschen so einen Slogan von GE. Die haben da mal vor den 80er Jahren gesagt, destroy your own success story to get on next level. Das heißt, dort, wo man Erfolg hat, das muss man wirklich kritisch hinterfragen, weil das ist ja im Prinzip die Milchbar, die Cash Cow, nenne ich es mal. Und die darf natürlich nicht kaputt gehen. Und das muss immer wieder erneuert werden. Das ist das, wie wir in unserer Innovation hier in unserem Unternehmen antreiben. So, jetzt bin ich fast fertig. Jetzt habe ich das Rad aufgespannt. Die Gefahren habe ich ja im Prinzip auch dargestellt, was uns daran hindert. Wir haben die älter werdende Bevölkerung, die dringend Ideen braucht, um nachhaltig die Wirtschaftskraft zu halten und zu stützen. Wir haben eine Hochschule, die den Studenten wirklich diese erlebbare Technik nahebringt und sie ermutigt, dass nicht bloß diese graue Theorie das Ziel ist, sondern dass wirklich daraus tolle Produkte oder Projekte da entstehen können. Und wenn wir dann jetzt noch vernetzt denken für die Produkte, die wir weiterentwickeln können, und dann haben wir meiner Meinung nach die Frage auch beantwortet, warum die Industrie sich in diesen Projekten verankern soll. Wir brauchen, glaube ich, dieses, wenn wir immer so diese tolle Schlagworte raushauen, Industrie 4.0, IIoT, dann müssen wir verstehen, wie weit müssen wir denn in den Gesamten runtergehen und wie müssen wir das Ganze dann auch wieder heben. Und es ist jetzt genau diese große Eigennützigkeit, die wir als, ich nenne es mal Standort Deutschland, Standort Europa auch wirklich brauchen, weil es sind eigentlich die Fachkräfte für Monop von morgen, die wir natürlich in unserer Produktion, in unseren Büros, in unseren Laboren halten. Und ich glaube es auch, und deswegen stehe ich heute hier, es ist auch unsere Verpflichtung als Industrieunternehmer, nicht mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern wirklich aktiv sich dazu beteiligen, aktiv auch Geld auszugeben. Ganz klar, das macht man nicht umsonst, aber das ist eigentlich, finde ich, eine Verpflichtung von der Industrie, weil ich kann nicht, so wie ich das vorher mal gehört habe, Ingenieure ernten wollen, aber ich will es nicht sehen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja. Und stehen noch bereit für Fragen. Vielen Dank, Herr Mangold. Gerne. Eins habe ich mal gemerkt, das werde ich nachher mit den Studenten, werde ich prüfen. 20 Sekunden, haben Sie gesagt? Circa, ja. Wenn man einen Sensor einschließt, in 20 Sekunden hat man auf dem Schirm. Super, ja, vielen Dank. Wir sind, obwohl der Zeitplan zwischendurch ja komplett über den Haufen geworfen worden ist, wegen unseres Rektors, aber der war deswegen übrigens so entspannt, als ich die Budgetverhandlungen angesprochen habe. Zum 31.12.2021 scheidet er aus dem Amt. Das heißt, die nächste Budgetverhandlung führen wir nicht mit ihm. Drum war der so locker, aber egal. Aber wir haben es insgesamt, glaube ich, vernünftig in der Zeit gemanagt. Wir haben jetzt noch einen Block vorgesehen zur Diskussion. Das steht wahrscheinlich Fragen, aber ich interpretiere das jetzt mal um. Und nenne das, nee, es steht tatsächlich auch Diskussion da. Haben wir Stimmen aus dem Auditorium, die jetzt grundsätzlich widersprechen oder grundsätzlich befürworten, was hier so erzählt worden ist? Also akademisch müsste ja wenigstens irgendeiner so mal auch eine leichte Gegenposition einnehmen. Der Rektor hat es vorhin versucht, Herr Zeiner, bei Ihnen, weil ihm die Abbruchzahlen halt in dem Sinn ja, umtreiben. Also das muss man jetzt auch tatsächlich anerkennen und sagen, diejenigen, die uns ohne Abschluss verlassen, das ist natürlich schade um deren Zeit. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist in einem Menschenleben halt, wenn man 5 Jahre verbracht hat, ohne einen zählbaren Erfolg zu haben, das ist irgendwie schwierig. Für die eigene Persönlichkeit ist auch schwierig, der
Peer Group, den Kumpels, männlich oder weiblich, das zu erklären. Drum gibt es natürlich auch das Bestreben von uns, dass wir diesen Studienabbruch tatsächlich nicht unbedingt forcieren wollen. Denn, ich glaube, einen Schlüssel haben Sie vorhin auch genannt. Wenn müssen wir den Studierenden relativ schnell klar machen, dass der Bus, in dem sie momentan gerade sitzen, in die falsche Richtung fährt. Und das ist vollkommen wertfrei. Also entweder, weil ich kein Talent dafür habe. Also ich hätte natürlich, weil da gab es keinen NC, Musik studieren können. Das hätte aber keinen Nutzen gehabt, weil ich kann weder Noten lesen, noch kann ich Töne unterscheiden. Also von daher wäre das relativ schnell geschwätzt gewesen, dass ich da falsch bin. Und wenn, müssen wir das relativ früh den Studierenden sagen, weil wir haben ein siebensemestriges Studium, also Regelstudienzeit. Studiendauer ist bei uns knapp über 7 Semester, also gar nicht so schlecht. Aber wenn wir jemandem im 6. Semester sagen müssen, du hast jetzt den Prüfungsanspruch endgültig verloren, dann ist es einfach Mist, um es mal ganz einfach zu sagen. Und das versuchen wir zu vermeiden. Das hat den ein bisschen wahrscheinlich getriggert, aber das haben Rektoren männlich und weiblich so an sich. Man weiß nie so genau, wo der Triggerpunkt ist. Manchmal erwischt man ihn und manchmal nicht. Okay, gibt es sonst Anmerkungen, Fragen? Ansonsten lade ich alle die. Es muss ja einen Vorteil haben, wenn man vor Ort ist. Kollege Schachner, gerne. Ich habe eine Frage, und zwar, wir haben beide dreimal Zeichen. So. Ich geb Ihnen mein Mikro. Dankeschön. Schachner Lukas. Ich habe heute dreimal das Rufzeichen Digitalisierung hinter dem Wort Digitalisierung erfahren. Können Sie aus betrieblicher Perspektive, aus der Ausbildungssituation irgendwie bemessen, sind die Berufsschulen auch bei diesem Rufzeichen angelangt oder hinken die da noch weiter als das gleiche Betriebe und die Hochschulen nach? Das ist ja, gut. Bitte. Gerne. Ja, also das kann ich vielleicht, ich gehe vielleicht vorne, sieht man das auch nochmal. Ja, also ich kann das jetzt von unserer Seite aus so sagen, wir haben auch Initiativen, wo wir auch in die Schulen reingehen. Wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit der Schule in Elbern, im Gymnasium, wo wir auch junge Schüler in der Klasse 6, haben wir ein Projekt entwickelt, von der Klasse 5 bis zur Klasse 8, digitale Lehre zu machen. Und wir machen in der Klasse 6, das nennt sich Calliope, das ist so ein ganz kleiner Programmierstern, den haben wir quasi, spendieren wir, und dann geben wir quasi das an die Schüler raus. Zuerst kommen die Schüler zu uns, wir machen dann im Prinzip einen kleinen Nachmittag mit denen gemeinsam, mit den Lehrern, und dann geben wir diesen Calliope-Stern mit, und dann gibt es Projekte. Die haben, das muss ich jetzt überlegen, vor Corona-Zeit haben sie ein kleines Funkauto gemacht. Also verrückt. Also ich habe auch Funkauto früher gespielt und ich war froh, wenn die Batterien voll waren, und die programmieren das und machen das. Also wirklich auf spielerische Weise, wie Lego das zusammenbringen. Und dann kommt oft der Bruch. Das muss ich ganz klar sagen, dass wir dann in der Ausbildung, naja, da fängt es halt so altbacken an. Diese Mechatronik-Ausbildung, die fängt halt immer noch an mit Pfeilen. Das ist so. Stimmt das? Doch. Also unsere Auszubildenden müssen feilen. Keine Ahnung warum, aber das ist so. Und das finde ich einfach an der Stelle schade, dass da im Prinzip ein gewissen Bruch da ist. Es kommt dann der Schwung mit der SPS, das ist aber meistens dann im Lehrjahr 3, 3,5, da haben die dann die Möglichkeit. Und was wir halt machen als Unternehmen, wir unterstützen genau in diese Richtung recht stark, weil wir auch sehen, dass das digitale Thema auch für die Zukunft natürlich unheimlich wichtig ist. Natürlich müssen wir die Mechanik irgendwie anschließen, aber das Kernelement der Mechatronik sollte meiner Meinung nach Elektronik und ich nenne es mal digitales Wissen sein. Das finde ich. Jetzt bin ich angetriggert. Für mich, ja, also U-Stahl-Pfeilen ist für mich immer der Inbegriff von rückständiger Ausbildung. Das machen unsere Unternehmen in zu 90% glücklicherweise nicht mehr oder machen es
verkürzt auf etwa 2 Wochen. Das war so früher noch, dass man gesagt hat, naja, die jungen Auszubildenden, die müssen da hinkommen und dann müssen die auch wirklich dann mal feilen und alles haptisch sehen müssen. Und viele Ausbilder, gerade älteren Semesters, haben auch oft dann zu mir noch gesagt, naja, das ist noch wie so ein Initiationsritus, da muss man irgendwie so durch, ja, da muss man so Blasen an den Händen haben und irgendwie so, und es ist so ein bisschen Disziplin und so weiter. Ja, aber es ist definitiv glücklicherweise heute nicht mehr Standard in der Ausbildung. Das ist im Endeffekt das, was Sie da gesagt haben, gerade eben nochmal das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass viele die Mechatronik-Ausbildung, die Industriemechaniker, die Berufsbezeichnungen ändern sich ja nicht. Aber die Ausbildungsordnung, an der ich ja auch mitschreibe, ist ja so flexibel auch gehandhabt, dass man da ja auch immer wieder Elemente einführen kann und neue Technologien und da einen Spielraum hat. Und der wird auch genutzt, weil faktisch ist es ja so, dass man den jungen Leuten ja auch beibringen muss, was sie später auch tun. Und ich weiß nicht, aber in Ihrem Unternehmen werden Sie wahrscheinlich keinen Buchstaben mehr fallen. Gehe ich davon aus. Und deswegen ist es im Endeffekt nötig, dass in der Ausbildung so lang, sag ich mal, für diesen Zeitraum, das zu tun. Vielleicht noch zu der Frage von Ihnen nochmal zum Thema Digitalisierung und Berufsschulen. Ich bin, sag ich mal, bundesweit unterwegs. Es ist extrem unterschiedlich, wie meistens in der Bildung, leider in einem föderalen Staat, was die Bundesländer angeht. Hier in Baden-Württemberg, muss ich sagen, ist es sehr, sehr gut. Hier wurde in den letzten Jahren ja extrem viel Geld, sage ich mal, an die Berufsschulen auch gegeben. Die sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, zum Teil auch auf einem höheren technischen Niveau als dann die Unternehmen, die dann in Ausbildungsverbünden dann auch, sage ich mal, die dann hinschicken in die Berufsschulen, damit die eben auch sowas wie 3D-Druck etc. dann irgendwie auch gelernt bekommen. Aber wir haben natürlich auch Bundesländer, da ist es nicht so. Und da ist es eher so, dass die Unternehmen natürlich dann irgendwie dahinterher sein müssen und sagen, naja, wir gehen dann, also Unternehmen gehen oftmals dann auch an die Berufsschulen und statten die dann sozusagen aus. Weil es der Staat irgendwie nicht hinbekommt, muss man auch manchmal einfach so sagen. Finden sich dann eben zusammen in Unternehmensverbünde, wo dann eben auch Unternehmen, die sagen, ja, wir haben hier eine neueste CNC-Fräse, schickt eure Auszubildende zu uns. Und da haben wir natürlich ein Problem. So, und das ist, wie leider in der Bildung, auch nicht so pauschal zu beantworten, bundesweit, wie da das Verständnis von Digitalisierung und das Verständnis auch ist von einer Ausstattung, die, nötig ist. Aber wie gesagt, in Bad Württemberg ist da viel passiert in den letzten Jahren durch die Industrie 4.0, auch Innovationszentren und so weiter. Bin ich ganz guter Dinge, dass es gut läuft. So, da haben manche Unternehmen sogar schon zu mir gesagt, naja, da lernen unsere Azubis in der Berufsschule was ich nicht abdecken kann. So in der, also und haben da irgendwie so tatsächlich ein Problem sogar schon drin gesehen, von dem her, aber ich kann es leider nicht bundesweit so benennen, dass es gut ist. Ja, vielen Dank. So, darf ich. Rainer Stitter. Gerne, gerne. Hallo, Herr Schmidt, darf ich auch kurz was sagen? Ja, logisch. Ja, super. Hallo erstmal an alle. Mein Name ist Katharina Schuster. Ich glaube, die einen oder anderen kennen mich. Ich habe auch an der Hochschule in Aalen studiert und habe davor eine Lehre als Mechatronikerin gemacht. Also, und ich bin der Meinung, dass das Feilen, also ich habe auch alles gefeilt, ich habe alles mitgemacht, sehr gut war. Und zwar alleine darum, dass man hat ein Gefühl für das Material bekommen. Viele Leute haben vorher noch nie mit irgendwie was gearbeitet, man hat vielleicht was programmiert oder sonst was. Aber ich finde das sehr gut, dass es jetzt 3 oder 4 Wochen gedauert hat, fand ich nicht so schön. Aber dass man feilt, dass man fräst, dass man einfach ein Gefühl fürs Material bekommt, finde ich ganz wichtig. Unabhängig, in welche Richtung man danach geht, man bekommt einfach ein Gefühl für das Material, mit dem man arbeitet. Man kann das Ganze schöner einpacken, auf jeden Fall. Man muss die Auszubildenden nicht 4 Wochen mit einer Feile in der Hand irgendwo in der Ecke abstellen. Das ist eindeutig klar. Man sollte es aber weiterhin tun. Man übt Geduld, man bekommt ein Gefühl für das Material und man muss etwas zu Ende bringen. Es kann man als Projekt irgendwo einpacken und das Ding muss
in richtiger Qualität abgeliefert werden, weil Qualität ist immer noch wichtig. Und man kann auch Teams machen. Der eine ist vielleicht nicht so gut im Feilen und der andere kann ihm aushelfen. Da sieht man schon, ob die Gruppe an sich fähig ist, miteinander zu arbeiten. Also wenn man das Ganze richtig einbettet, bin ich der Meinung, gehört das Feilen einfach mit dazu. Ich soll als Ingenieur in der Lage sein, auch was zu arbeiten. Und nicht nur was zu programmieren. Ich arbeite zurzeit mit Automatisierung am Computertomographen. Also nicht falsch verstehen, ich feile nicht weiter, aber alles gehört dazu. Also wirklich alles. Das ist das Erste. Das kommt jetzt von der Frau, okay, aber ich finde es wichtig. Das Nächste, man spricht sehr viel von Absolventen, von Abbrechern und so weiter. Werden diese Leute danach weiter betreut? Ich meine, wenn jemand nicht in der Lage ist, ein Studium zu beenden, klar, vielleicht liegt die Mathe nicht oder kann so viel Stoff nicht aufnehmen oder sonst was. Es gibt ja mehrere Gründe, aber diese Person hat sich ja schon mal für Technik interessiert. Wird danach, egal von welchem Verein, geguckt, ob er vielleicht in einen Beruf, in einen technischen Beruf übergeht oder vielleicht, ich weiß nicht, einen Techniker macht, eine Lehre in dem Bereich macht und so weiter. Weil er wollte ja was erreichen im technischen Bereich und dann wird er rausgeworfen und das war's. Mhm. Da würde ich sagen, sollte man auch mal dran denken, dass man diese Leute vielleicht mal abfängt und einfach sagt, okay, du bist nicht geeignet dafür, schau mal, aber das und das wird auch noch angeboten. Da kann Herr Zeiner etwas dazu sagen. Ansonsten habe ich, da noch etwas wahrscheinlich zum Flankieren, aber ich finde die Diskussion spannend, weil das U-Stahl-Feilen, also nicht, weil ich die Diskussion schon seit 5 Jahren höre, aber sondern weil es ja auch vergleichbar ist mit dem, was ich vorhin angesprochen hatte, mit agiler Curriculumsentwicklung, weil man ja auch da im Endeffekt immer in dieser Frage ist, sowohl in der Ausbildung für Azubis als eben auch bei den Studenten, was kann irgendwann mal wegfallen und was nicht. So. Und wenn man sagt, naja, das ist etwas, was man vielleicht nicht mehr braucht, muss es dann, kann es dann komplett entfallen oder bettet man es irgendwie anders ein? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich habe das jetzt so prägnant gesagt, weil ich eben tatsächlich noch Ausbilder vor mir habe, die eben auch sagen, die müssen tatsächlich 2 Monate U-Stahl feilen. Ich finde, dass man ein Gefühl bekommt oder eine Haptik irgendwie, bin ich völlig bei Ihnen, dass man das bekommen muss. Nur glaube ich eben, dass es da diverse andere Methoden auch gibt, um das irgendwie jemandem beizubringen, als dieses althergebrachte U-Stahl-Feilen und auf jeden Fall auch nicht in dieser langen Dauer. Aber wie gesagt, es sind eben auch Prozesse, die Sie auch an der Hochschule haben, wo dann immer heißt, natürlich, also es gibt immer Leute, die sagen, ich habe das damals mal gemacht und es hat mir was geholfen. So, natürlich. Wäre ja auch schlecht, wenn man sagt, das ist alles für die Katz irgendwie so. Und man muss eher, glaube ich, drauf schauen, was man tatsächlich auch im Unternehmen später braucht. Und wenn man das tatsächlich nicht braucht, dass die Leute, die das auch mal in der Hand gehabt haben, dann ist es auch nicht notwendig. Ja, und wir würden natürlich auch nie so unumwunden zugeben, dass wir nichts von dem gebraucht haben, was man uns im Studium beigebracht hat. Also so pauschal würden wir es natürlich auch nicht stehen lassen. Aber Frau Schuster, Sie haben vorhin noch eine Geschichte angesprochen. Was passiert denn mit denjenigen, die unsere Hochschulen ohne Abschluss verlassen? Das ist ein ganz, ganz kitzliges Thema. Ich habe mich tatsächlich vor 4 Jahren mal intensiver damit auseinandergesetzt. Und das Problem ist einfach das, dass ich sage jetzt mal, dass von eine relative Erwartungshaltung an die Hochschulen herangetragen worden ist, der wir gerecht werden. Das heißt, Verbände, Industrie, die Politik hat uns aufgefordert, dass wir doch gefälligst, wenn jemand etwas außerhalb der Hochschule erworben hat und gut kann, dass wir das in unserem Studium würdigen, prüfen und gegebenenfalls auch tatsächlich das entsprechend erlassen. Das machen wir und das machen wir in allen, glaube ich, bei aller notwendigen Bescheidenheit ziemlich federführend. Ich habe hier eine Datenbank für alle baden-württembergischen HAWs, in denen solche Tatbestände eingetragen werden und wo man auch recherchieren kann, wenn man Mitglied im Club ist. Und die Mitgliedschaft ist kostenlos. Das Problem ist, Sie sprechen den anderen Weg an und da tun sich Kammern und Verbände, um es einfach zu sagen, sauschwer. Und sagen, ja, wenn aber jemand an der Hochschule studiert hat, das ist ja eben nicht U-Stahl-Feilen, richtig, geschenkt. Aber es gibt durchaus
glaube ich, ernstzunehmende Überlegungen, die aber bisher immer relativ pauschal weggewischt werden, mit dem Argument, naja, wir können die Lehrzeit nicht beliebig verkürzen. Stimmt, aber die Studiendauer erwartet man von uns, dass wir die quasi relativ dynamisch hin und her verkürzen. Also das ist noch ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Aber Frau Schuster, ich komme da gerne auf Sie zu. Okay. Wenn ich es noch ergänzen darf, Herr Professor Schmidt, waren übrigens in einem Hotel in Hannover, wenn Sie noch erinnern können, zu einer Sitzung genau zu dem Thema mit den Datenbanken, wo Sie das vorgestellt haben, mit der IG Metall. Ja. Wir sind als Verband natürlich da auch immer gefordert und auch dran. Das große Thema, das, sage ich mal, unsere Unternehmen ja auch sagen, naja, so Studienabbrecher sind natürlich eine tolle Zielgruppe auch für unsere Ausbildungen, ist gut. Nur, Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass wir uns da sau schwer tun, weil natürlich, ich kann auch nicht an eine Hochschule gehen und hier aktiv sozusagen die Leute abwerben. Also wenn, dann wird Ihnen, der Rektor wird mir aber dann aber was sagen, wenn ich ihm mit da jetzt so vorne so eine Beratungsstelle aufmache und sage, gucken Sie sich doch mal hier, Thermodynamik 1, alles viel zu nervig, machen Sie lieber Mechatronik-Ausbildung. So, dann das zweite Thema ist natürlich einfach, man hat überhaupt gar keine Daten. Also die Leute, die, ja. die gehen ja, Sie sehen es in Ihren Hörsaalen, die sind plötzlich einfach nicht mehr da. Mhm. Die melden sich ja nicht ab und schreiben eine Mail und sagen, sie hätten gerne noch ein Informationsmaterial. So. Und deswegen ist es extrem schwierig. Da gibt es diverse Projekte bundesweit, die diese Studienabbrecher und irgendwie Berufsneuorientierung oder Durchlässigkeit, was Sie vorhin angesprochen haben, im Endeffekt irgendwie beackern. Aber das ist schwierig, ist ein schwieriges Feld. Dass Aachen halt das, der Leuchtturm, wo es tatsächlich funktioniert, ja. wo die, sagen wir mal, relativ hohen Abbruchquoten in der Informatik an der FH, HAW und der Uni dazu geführt haben, dass die Stadt Aachen halt so ein Projekt gegründet hat und dann die Studienabbrecherinnen und Abbrecher in eine gewerbliche Ausbildung transferiert hat. Das ist mittlerweile viel, viel breiter. Aber außer Aachen kenne ich persönlich nicht mehr viel. Ja, es gab diverse Projekte, die sind auch dann wieder eingestellt worden. Mhm. Also es ist dann auch wieder, je nach Bundesland, in NRW gab es auch ein landesweites Projekt. Aber es ist extrem müßig, oder um es mit Fontane zu sagen, ein weites Feld. Mhm. Gut, vielen Dank. Wir sind zwar schon 6 Minuten über die Zeit, aber das hat uns an der Hochschule noch nie so sehr gekümmert. Wenn es noch nennenswerte, also alle Beiträge sind immer nennenswert, ist ja ganz klar. Wenn es noch Äußerungen Ihrerseits gibt, außer dem tosenden Schlussapplaus, gerne her damit. Nein. Dann danke ich allen. Dann danke ich allen, die hier tätig waren, allen, die in dem Projekt mitgearbeitet haben, uns unterstützt haben. Heute, den muss ich natürlich auch nennen, zwei Vertreter der Firma Stego. Ohne Sie hätten wir zumindest das nicht so realisieren können, wie wir es im Moment dabei sind, umzusetzen. Herr Mangold, Herr Fossler, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben dann in dem Sinne prominent noch, wollen wir bedenken und uns bedanken bei dem Herrn Krüger. Dem Herrn Krüger und dem Herrn Zeilner. Oder auch umgekehrt, die Reihenfolge hat nichts zu sagen. Insbesondere einen Dank an die Frau Dr. Schmies. Wir hoffen, ihr geht's gut. Wir dachten, der eine Teil ist für Sie und der andere Teil, der kleine Teil, wenn mit dem Wein kann sie, glaube ich, jetzt momentan nichts anfangen. Ist das richtig? Also gut, dann. Also eine Kleinigkeit für Sie, für Ihre Mühen, für die Unterstützung. Uns hat es sehr gut gefallen. Und jetzt noch das Angebot an die Externen. Wir können vielleicht 2 Gruppen machen, dass wir jetzt gemeinsam noch durch diese Projekträume gehen. Das ist alles hier direkt, unmittelbar. Die noch Interesse haben, dann teilen wir es auf. Und du gehst in den Keller, ich gehe nach 024. Ja, und dann gehen wir. Genau. Okay. Ich würde auch noch die Leute hier einladen wollen für ein Kuchen. Ach so, ja, klar. Ja, das machen wir draußen auf der Treppe. Ja, das ist vielleicht besser. Gut. Wunderbar. Also. Vielen herzlichen Dank. Also, Glück auf, wir halten mich auf dem Laufen. Vielen Dank an die Teilnehmer im Zoom. Die fliegen jetzt raus. Also, ciao.